Prost, die Herren. Prost. Das klingt so nach Plastikbecher. Ja. Das sind aber Ayran-Glasbecher. Okay. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 278. Wir schreiben den 18.10.2016 und heute ist dabei der Gregor. Nein, der ist nicht dabei. Dennis, ich, der Horst und der Gustav. Nein, der Stefan. Euch fehlt jede Sendedisziplin, wenn Papa Gregor ja, nicht Gregor da ist. Ist nicht da. Gregor ist entschuldigt wegen familiären Angelegenheiten. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Graz. Vom Jörg, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch an unseren Patreon, unser Klebemonster und alle anderen, die uns unterstützen. Ach, Horst ist angeblich noch nüchtern. Ich habe ein bisschen Ayran schon getrunken. Oh je, da haben wir es. Okay. Haben Sie was getrunken? Ja, Ayran. Und damit komme ich zur Feedback-Verlesung. Wir haben kein Feedback, oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Damit komme ich zur Terminverlesung. Haben wir Termine? 22. November, nein, 25. November. Das ist ein Freitag, ist das nächste Podcasting-Meetup. Und die Code Week ist jetzt, wenn Sie das hören, gerade vorbei. Aber bis dahin habe ich vielleicht meine Presseerklärung fertig, worum es in der Code Week geht. Sonst keine Termine. Keine Termine auf der Liste. Also jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Termine. Gut, dann kommen wir zum Teaser. Worüber wollen wir heute reden? Über die Subscribe 8 und über Where to Help. Ich kann ein paar Couchsurfing-Stories erzählen und ich war in der Bärenschützklamm. Naja, nachdem wir das eine Thema dann nicht drüber reden wollen, habe ich anscheinend keine Themen. Ist voll okay, du. Fühl dich nicht. Du kannst doch schweigen. Okay. Na, vielleicht fallen mir noch ein paar Themen ein. Okay. Jo. Und damit beenden wir den Teaser. Das macht irgendwie weniger Spaß, wenn ich kriege. Jetzt hat der Rhythmus im Podcast. So schnell, oder so schnell. Okay. Fangen wir an. Außenberichterstatter Stefan wurde extra nach Deutschland geschickt. Nach München. Das ist ja Bayern. Bayern, okay, nach Bayern, Entschuldigung. Bayern, zufällig in Deutschland. Und du hast dort Festwerbung für den Biertaucher Podcast gemacht und wurdest am Bahnhof mit Blasmusik empfangen. Da kommt der Biertaucher Podcast Vertreter. Botschafter. Ist mir nicht aufgefallen. Schade. Du hattest wenigstens ein Biertaucher-Tattoo und passendes T-Shirt. Ich bin nicht tätowiert. T-Shirt. Aber. Biertaucher-Tasche. Wenigstens einen von Klebemonsters Bleistiften hattest du eingesteckt. Nein, ich habe vom Biertaucher-Podcast erzählt. Ich glaube, das bringt mehr. Okay. Ja, Hörer habe ich, glaube ich, keine getroffen. Ich habe Hour of Code-Hörer getroffen, was mich gefreut hat. Aber keine Biertaucher-Hörer. Aber so keine Biertaucher-Hörer, die ich nicht schon kannte. Ah, okay. Nein, bringen wir ein bisschen mehr Struktur rein. Also diese Subscribe 8 ist die, ich würde sagen, die größte deutsche Podcasting-Konferenz, deutschsprachige Podcasting-Konferenz, entstanden aus einer Initiative von Tim Pritlove zur Weiterentwicklung des Podlove Publishers. Das ist ein Add-on für WordPress. Haha, jetzt kommt doch PHP rein, weil ich zuerst gesagt habe. Okay, gut. Für WordPress, das das Podcasting-Publizieren erleichtert. Und um diese Entwicklung voranzutreiben, hat der eine Konferenz ins Leben gerufen, oder eigentlich ein Workshop am Anfang. Das waren nur ein paar Stunden, an einem Tag immer. Das war eben dieser Podlove Publisher Workshop. Und das hat sich dann, der ist immer wieder, ich glaube, alle halbes Jahr wiederholt worden. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass Bedarf ist noch mehr rundherum. Und das hat sich immer mehr in eine Konferenz entwickelt. Und dementsprechend wurde das auch umbenannt, weil es sich nicht mehr nur ausschließlich um diesen um dieses Add-on handelt. Es handelt sich eigentlich kaum mehr um dieses Add-on. Also ich glaube, in ein, zwei Vorträgen ist es vorgekommen. Und sonst ist es eine recht allgemeine Podcasting-Konferenz.
die sich über 2,5 Tage erstreckt. Also von Freitagmittag bis Sonntag am Abend war das. Und es waren 4 Tracks parallel am Nachmittag, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, sogar 5 Tracks und am Vormittag war es ein Track. Also ein Track hat sich mir über den ganzen Tag gezogen mit Vorträgen und diese ganzen so Keynote-Tracks sozusagen oder da der im großen Saal halt und dann am Nachmittag waren immer Workshop-Tracks, 4 noch parallel, wo man eben Workshops anbieten hat können und das habe ich auch gemacht, da werde ich vielleicht auch noch nachher kurz davon erzählen. Und dieser Keynote-Track, wie du ihn bezeichnet hast, also der mit den Vorträgen, ist zur Gänze aufgezeichnet worden, Video und Audio. Und mittlerweile auch schon publiziert worden auf YouTube. Da werden wir den Link auf den Channel veröffentlichen, weil das waren wirklich gute Vorträge. Ich habe vielleicht ein Drittel von oder so davon gehört. Diana, wenn das nächste Mal dabei ist, wird dann von einem anderen Drittel erzählen können, weil die war irgendwie immer ein anderen. Und also waren wirklich sehr interessante und vielseitige Vorträge zu allen möglichen Themen. Also technische Sachen, thematische Sachen, jetzt im Hinblick, also Podcasting-Themen innerhalb eines Podcasts, aber auch rund um das Podcasting. Sprache, Formate für Podcasts, wie schaut es international aus und so weiter. Also sehr, sehr umfangreiches und vielseitiges Programm. Vielleicht so als Teaser auf einen Vortrag, wenn man sich nur eine Sache anschauen will, würde ich doch empfehlen, sich die Keynote anzuschauen von Tim Pritlove. Das hat er genannt in Anlehnung an State of the Union, State of the Unicorn und hat seine Sicht auf die Dinge, nachdem er ja sich sehr gerne zum Thema Podcasting äußert, seine aktuelle Sicht auf die Dinge kundgetan, so nach dem Motto, wie ist denn die Szene zur Zeit und was sollten sich ändern und so weiter. Also das war, finde ich, eine ganz netter Ausblick auf den Rest dann und hat so ein bisschen die Stimmung halt gesetzt für die weiteren Vorträge und für die weiteren Workshops. Das Ganze war beim Bayerischen Rundfunk, was insofern schon mal interessant ist, dass ja eigentlich es keine besonders enge Bindung zwischen Podcasting und öffentlich-rechtlichem Fernsehen gibt. Aber das ändert sich langsam, aber sicher doch. Wir haben ja auch im österreichischen Podcasting-Meetup mittlerweile schon, glaube ich, zumindest zwei, wenn nicht drei Leute sogar gehabt, die regelmäßig für Ö1 arbeiten. Also an Amazon war auch immer bei den... Ja, an die habe ich eh gedacht und an den Lothar Bodingbauer habe ich gedacht. Ich bin jetzt sicher, die dritte Person fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber ich glaub, also von der personellen Ebene gibt es schon da Kontakte, schon, da noch institutionell sozusagen eher weniger. Ja, wobei auch die institutionellen Kontakte funktionieren ja immer über die personellen letzter Konsequenz und so war das auch in Bayern. Also ein Podcaster, der auch beim Bayerischen Rundfunk arbeitet und mittlerweile auch vom Bayerischen Rundfunk verpodcastet wird oder versendet oder publiziert wird, der hat es sozusagen ein bisschen ins Laufen gebracht und hat es erreicht, dass wir die Räumlichkeiten gekriegt haben umsonst. Dadurch ist der Preis in der Konferenz auch mit 100 Euro recht mäßig gewesen. Das war echt fürs Catering, wir waren dort voll verpflegt von Frühstück bis Abendessen, alle Getränke inkludiert und super. So, also das ist wirklich super gewesen. Dadurch konnte man auch immer im Haus bleiben. Riesenräumlichkeiten dort, das war wirklich toll. Also wirklich Und Hotel hast du aber schon selber checken müssen. Natürlich, ja, Hotel hat mit der ganzen Geschichte nichts zu tun. Der Bayerische Rundfunk selber ist schon ein Ereignis an und für sich, die Räumlichkeiten. Also das ist so 60er Jahre Architektur, der Trakt, wo wir waren, alles so diese dunkelbraunen Holzvertäfelungen, also wenn Sie sowas schon einmal wo gesehen habt. Also schon das ist relativ lustig gewesen, aber natürlich drinnen Hightech das Ganze. Wir haben auch Führungen gekriegt da drinnen, die waren auch recht spannend. Viele haben auch sich in einem guten Studio mal richtig in guter Qualität aufnehmen lassen. Das habe ich nicht gemacht, mir waren ein paar andere Sachen zu der Zeit wichtiger. Ich habe versucht, möglichst viel Feedback für mein Projekt zu kriegen. Also zu dieser Aufnahmesituation, da wird euch sicher dann einmal Diana was erzählen, weil die war in seiner Session drinnen. Das war so mit riesen Mischpult und so weiter. Aber auch die normalen Führungen durchs Haus waren schon recht cool und recht nett. Besonders lustig war für mich, die eine Führung ist am Schluss dann gegangen in so die letzte Schaltstelle, wo dann wirklich die Daten aus dem Haus hinausgesendet werden. Also derjenige, der es dann auf die entsprechenden Leitungen schaltet und zum richtigen Sender schickt oder zum Satelliten schickt oder so und halt das richtig routet.
Das ist so das, der Mann an den letzten Schalthebeln sozusagen. Das ist in Wirklichkeit ein riesiger Serverraum dort, oder riesiger, großer Serverraum mit einigen Racks da drinnen und vielen Aussteuerungsanzeigen. Und dem haben wir auch ein bisschen interviewen dürfen und Fragen stellen dürfen. Der hat ein bisschen von seiner Arbeit erzählt. Und dann, komisch, die Stimme, das klingt nicht so richtig bayerisch. Und ich sage ihm nachher, sie haben doch österreichische Wurzeln. Und sagt er, ja, ich bin aus der Steiermark. Also die letzte Entscheidung, was jetzt dann mit dem Signal passiert, ist ein Steirer. Das war sehr lustig. Vielleicht noch eine Anekdote dazu. Wie macht man, also bei so Audioaufnahmen spricht man von der Hinterbandkontrolle. Nicht? Also wenn man Audio aufnimmt, möchte man wissen, ob das, was man aufgenommen hat, auch wirklich funktioniert hat. Darum wäre bei der analogen Zeit war das so, dass man halt hinter dem Aufnahmekopf noch einen Wiedergabekopf gehabt hat. Ah, okay. Ja, das Band, dass man wirklich das, wieder liest, weil nur damit kann man absolut sicher gehen, dass das ist, dass das wirklich aufgenommen ist. Das, bei den digitalen Sachen ist das schon wieder so eine andere Sache, weil da müsste man es theoretisch wieder von der SD-Karte lesen und so weiter. Na, und wie macht man das jetzt beim Radio richtig? Was ist da die entsprechende Hinterbandkontrolle? Da muss man es aus der Luft aufnehmen, sozusagen. Also die haben dann dort im Rack wieder eingebaut. Ein Sender, oder? Nein, da brauchst du einen Empfänger, also ein Radiogerät. Ja. Also die haben einfach Autoradios dann eingebaut und geschaut, ob sie damit die Signale, die sie zuerst in die Luft gesandt haben, auch wieder im Rack dann empfangen können, einfach aus der Luft. Also das war ganz nett zu sehen. Also das sind halt Profis dort. Hat viel Spaß gemacht. Und so waren es nett, also war nett. Absolut super. Ja. Es waren relativ wenige zu sehen, weil es war halt Wochenende einerseits, andererseits war eine große Medienkonferenz der gleichen Zeit in Berlin. Die Subscribe-Podcastler, war das eine nette Sache? Sicher, das war eine super Konferenz. Ja. Also wir waren alle, es ist höchst immersiv, wie man so schön sagt, also wir waren alle fix und foxy nach den 2,5 Tagen. Es waren immer den Spaß gemacht zu zählen, weil es mich interessiert hat. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, dass wir extrem niedrige Frauenquote haben. Dann habe ich es wirklich anhand der Liste gezählt, 16 von 97. Also es war nicht so schlimm, wie ich eigentlich gefühlt hatte, aber es, ja, so ist halt das Bild von der Geschichte. Das ist für Tech-Konferenzen nicht so besonders schlecht. Für Technik wäre es nicht besonders schlecht, aber für Medien-Podcasting ist eine Mischung aus. Und waren nicht nur Computerfuzis dort? Also keineswegs. So Medienleute und es waren hauptsächlich Podcaster dort und Podcasterinnen dort. Es waren auch ein paar Programmierer dort. War recht gemischtes Publikum, ein paar, die halt auch gerade so im Anfangen sind. So die reinen Hörer hat man nicht. Da hat man niemanden gefunden. Das ist halt wirklich ein Podcaster. Podcasting-Konferenz dort. Wie gesagt, dieser erste Track ist vollständig aufgenommen und bereits veröffentlicht. Der nächstgrößere Track, das ist der erste Workshop-Track, ist auch zur Gänze aufgenommen worden. Aber da muss jetzt noch geklärt werden, ob jeder auch brav gefragt hat, ob denn alle zugestimmt haben. Also da sind noch nicht alle Videos veröffentlicht. Aber juhu, mein Video ist schon veröffentlicht und daher mache ich gleich wieder mal einen uneigennützigen Aufruf. Haha. Ich habe vorgestellt, mein Projekt ist das Panoptikum, von dem ich da immer wieder schon erzählt habe. Diese, ich sage jetzt Social Podcasting Network, da habe ich eine Viertelstunde davon erzählt in einer Workshop-Session und anschließend habe ich Feedback eingeholt. Ich habe gehofft, vielleicht so 10 Minuten noch Feedback zu kriegen. Und das, wir haben aber dann die ganze Zeit, die wir gehabt haben, ausgeschöpft, dass ich nur eine Dreiviertelstunde Feedback gekriegt habe. Das haben sie dann super Diskussionen entspannt und nachher haben wir dann auch noch einige Leute auch angeredet. Also für mich hat das super funktioniert, diese ganze Geschichte. Und ich habe echt mit vielen Leuten geredet, nette Kontakte geknüpft, zum Beispiel mit dem Hauptentwickler von AntennaPod, der halt genau die Sicht eingebracht hat. Einerseits, was er gern hätte als Entwickler von so einem Podcatcher, nicht? Eine API kurz gesagt, und die natürlich möglichst alles liefern soll und so weiter. Also das war schon recht spannend. Und das Zweite, was sehr spannend war, wenn ich auch kennengelernt habe, wir haben ja hier auch schon einmal im Podcast geredet über Feed, fyyd.de, das ist eine Podcast-Suchmaschine, mittlerweile auch nicht mehr nur Suchmaschine. Man könnte so sagen, das ist die näheste Konkurrenz zu dem, was ich da baue. Und mit dem habe ich nicht nur vorher schon sehr nett geredet, sondern der war auch in der Session drin und hat dann auch genau seine Erfahrungen eingebracht, was auch super war. Und hat sich überhaupt nicht irgendwie negativ geäußert im Sinne von, warum baust du da das mir nach, was ich nicht tue, weil es ist doch ein bisschen was anderes. Aber es war echt sehr viel produktiven Input gegeben, das hilft mir sehr weiter in der nächsten Zeit. Apropos, nur ganz kurz, weil du gesagt hast, Nachbarkontrolle, woher weißt du, dass das Mikro jetzt aufnimmt? Indem ich einen Kopfhörer dran gesteckt habe
und den Kopfhörer mir ins Ohr gestopft habe. Aber du weißt, dass es jetzt aufnimmt. Ich weiß, dass es jetzt aufnimmt. Okay, okay. Das Blöde ist aber doch, dass selbst wenn es nicht aufnimmt, du hörst, was aufgenommen werden würde, wenn... Das stimmt. Weil ja. du keine Nachbarkontrolle hast. Ja, weil es halt ein digitales Gerät ist. Und aber man auf dem zweiten Mikro nehmen wir jetzt nicht auf, oder? Sonst würde ich sagen, er vertraut mir nicht. Ich frage deshalb, weil... Oh, ich erzähle es dann nachher, weil mir ein Mikro eingegangen ist. Also ich hoffe eigentlich schon noch, dass das weiterhin funktioniert. Wo war ich? In der Podcast-Konferenz der Subgribe und bei deinem eigenen Panoptikum. Genau, was habe ich mir noch dazu aufgeschrieben? Ah ja, ich habe auch, wie mir aufgetragen wurde von euch, ein bisschen die Leute verdonnert zum Podcasten. Wir haben an zwei Tagen so ein bisschen Stimmungsbilder aufgenommen. Jeweils am Schluss vom zweiten und vom dritten Tag. Also wir, du und Diana, oder? Der Daniel Messner cool. und der Matthias Bendel vom IT-Keller am ersten Tag. Und das heißt, ihr habt sozusagen über die Subscribe. Genau, das haben wir am Abend haben uns zusammengesetzt und haben einmal so, ich glaube, am ersten Tag haben wir 7 Minuten aufgenommen und am zweiten Tag, da waren wir dann alle schon fix und foxy, da waren wir nicht mehr zu sowas Strukturiertem in der Lage. Da habe ich das ein bisschen anders gelöst. Da sind am Schluss dann alle so im Foyer gestanden, herumgestanden, haben durcheinander geredet und ich bin einfach mit dem Mikrofon durchgegangen und gesagt, wer Stimmungsbild. Wer bist du, was ist dein Podcast, wie war es und so weiter. Super, ja. Also das ist und diese Files hast du? Die Files, die können wir in Anhang gleich hinten dazu bieten. Genau, die sind schon verlinkt in den Shownotes, die kannst du dir schon wieder runterladen. Aus dem Wahnsinn, der Stefan. Ja, so ist es. Aus dem Titan-Pad und da geht es dann weiter. Fleißig, fleißig. Genau, also jetzt habe ich alle Links angebracht. Genau. Dein persönlicher Eindruck, ist man dann nach so einem Tag Podcasten total kaputt oder geht es am Abend fertig. Dann lustig weiter? Und also es geht lustig. Nach Brezeln gegessen. Ja, es geht lustig weiter. Man geht dann auch noch fort, so zum Augustinerbräu, war der ums Eck. Wobei da fliegt man dann um, also München an einem Wochenende am Abend, ist merkwürdig. Also um 12 Uhr die Gehstrecke hochgeklappt. Ja. Und die Lokale machen im Großen und Ganzen alle zu. Also eben auch das Augustinerbräu macht zu. Wir haben dann mit Mühe und Noten und einer Stunde herumlatschen noch eins gefunden, das da genau noch eine halbe Stunde offen gehabt hat. Und also ich glaube, einmal waren wir bis eins weg und einmal bis Mitternacht oder so. Manche sind dann nur weitergezogen, irgendwas anderes, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Und ich wollte am nächsten Tag wieder fit sein, um die nächsten Vorträge wieder live mitzunehmen. Aber war München eine Reise wert? Von München kann ich nichts sagen, habe ich nicht viel gesehen, aber die Subscribe ist auf jeden Fall das Ganze wert. Es ist eine gute Chance, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet in dem Rahmen. Also der Bayerische Rundfunk hat sein Interesse daran bekundet, inklusive Intendant, dass sie das doch nächstes Jahr wieder stattfinden lassen wollen, was für uns wieder schick wäre, weil es wieder halt viel schneller hinzukommen ist als nach Berlin, wo immer die halbjährige Alternative dazu stattfindet, die dann auch immer eine Subscribe wieder ist. Also eine Unsubscribe. Nein, die Unsubscribe gibt es nämlich auch, darum bin ich da vorsichtig. Also es gibt wahrscheinlich nächstes Jahr 3 Veranstaltungen, nämlich 2 Subscribe und wahrscheinlich 1 Unsubscribe. Hast du mitgekriegt, hat der Bayerische Rundfunkverbindungsleute dann in der Konferenz die ganze Zeit drin gehabt? Ich habe mitgekriegt, dass sie keine drin hatten. Mhm. Also diesen einen Podcaster, der war die meiste Zeit dabei. Mhm. Der Intendant hat einmal kurz vorbeigeschaut und hat so Willkommensworte gemacht. Sie haben auch einige Vorträge gehalten, die durchaus interessant waren. Ein paar habe ich gehört. Einen zum Beispiel über die Studie, die letzte Woche eher ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Also der Bayerische Rundfunk hat eine Studie gemacht zum Medienkonsum. Und da ist Podcasting eben auch explizit abgefragt worden. Und nachdem schaut das gar nicht so schlecht aus. Also die Entwicklungen positiv im Zunehmen der Anzahl der Hörer und auch die Reichweite nimmt zu. Und da gibt es auch einen Talk, der ist eben auch in diesem Feed drin. Eben das Totholzmedien, wir sind die Zukunft der Werbeformate. Werbeformate weiß ich nicht. Darum geht es ja. Aber vielleicht der Content-Formate, das ist vielleicht eher schon so diese Sache. Und die Zielgruppe der 19 bis 49. Sie haben einen Vortrag gemacht über ihre Softwareentwicklungsabteilung. Also der Bayerische Rundfunk hat eine Softwareentwicklungsabteilung von 100 Leuten, was ich auch nicht schlecht gefunden habe für Rundfunkanstalt. Den habe ich mir aber selber noch nicht angeschaut, daher kann ich noch nichts davon erzählen. Vielleicht also noch ein bisschen was anderes zu einblicken und so. Was einem da in der Podcast, ich nehme an, wir werden ja ein paar Podcaster in unseren Followern haben, Podcasterinnen hoffentlich auch, werden wir sehen. Das Thema Ultraschall und Auphonik, das war ganz spannend, die haben sich so ein bisschen gematcht.
Ultraschall und Auphonic, ja. Was ist Ultraschall? Ultraschall ist ein Add-on zu Reaper. Ach so, okay, und es hat Reaper nichts mit Ultraschall zu tun. Okay. Ist eine DAE, also ein Digital Audio Workstation. DAW. DAW sollte sein, genau. Workstation, also so ein... Ein Kastel, mit dem es gleich aufnehmen kannst? Nein, eine Software, mit dem du Audio bearbeitest. Ja. Hauptsächlich, also im Prinzip Schnittprogramm. So wie Auphonic? Nein. Nicht Auphonic, sondern Audacity. Ja, nur ja, größer. Also, größer. Okay. Also Audacity ist ein Programm, mit dem du einzelne Tracks schneiden kannst, ziemlich primitiv. Und es, die Audiodateien werden dabei auch verändert. Das heißt also, die Ursprungsdateien hast du zwar noch, aber die einzelnen Schritte werden nicht aufgezeichnet, sondern du bearbeitest kontinuierlich. Also ich kann kein unendliches Redo machen, sozusagen. So. Ja. Kannst also doch ein Redo schon, ja. Aber du kannst nicht einzelne, wie heißt es, ja, wo kommt man das? Zerstörungsfreie Treatments? Ja, den das schon jetzt. Keine Visionierung. Bei Audacity nicht wirklich. Also, ja, okay. Du Projekt durch das Aufsplitten in die Teile. Solange du nicht einmal exportierst, hast du die ganze Historie. In dem Moment, wo du einmal, wo du einmal speicherst, verlierst du dann Teile wieder von der Historie. Ich drücke es anders aus. Und zwar, wenn du einmal die Qualität in irgendeiner Weise stark beschränkst und anschließend wieder aufdrehst, ist die Beschränkung immer noch vorhanden, ja, klar, weil nämlich ja nicht merkt. Die Effekte Reaper, sind nicht Echtzeit gerechnet. Richtig, genau. Reaper hingegen macht alles Echtzeit. Das heißt, wenn du es abspielst, wird es erst berechnet. Das heißt, wenn du einmal die Qualität runterschraubst, kannst du es nachher wieder rauf tun. Kannst du wieder rauf tun. Also der tut den Effekt on the fly kurz vorm Spielen sozusagen. Ja, machen. Und jedes Mal, wenn du renderst. Das heißt also, der Rendering-Prozess passiert nicht während der Bedienung, sondern erst, wenn es benötigt wird. Kommen wir wieder zum Ultraschall, zu diesem Add-on. Sinn und Zweck von dem ist, den Reaper in seiner Funktionalität in seiner Optik, in seinem Interface zusammenzustauchen, sodass nur das übrig bleibt, was du fürs Podcasting brauchst. Ich habe ihn noch nie verwendet. Die Jana verwendet ihn, das heißt, die kann dann wieder mehr dazu erzählen. Bisher ist es so, dass es sehr viele Leute eben für den Schnittteil verwenden und anschließend dann die Daten, die sie exportiert haben, durchs Auphonic durchjagen mit den üblichen Features vom Auphonic. Also das ist eine Software, die mehrere Kanäle zusammenführen kann, ein Intro davor geben kann, ein Outro davor geben kann und einige Filter, die durchaus komplex sind, darauf rechnen kann. Zum Beispiel ein- und ausblenden. Erkennt Auphonic auch, ob es jetzt Musik ist oder so, Text, verhält sich dementsprechend und passt zum Beispiel auch Lautstärke an, nicht wie es ein einfacher Filter früher im Reaper gemacht hat, ich sage das bewusst jetzt so, nämlich normieren auf einen Schwellwert und wenn du schon eine laute Stelle drinnen hattest, dann funktioniert das nicht mehr so gescheit. Ja. Also was ich so rausgehört habe, gab es im Reaper eigentlich keinen wirklich guten Kompressor im Sinne von Audacity. Also das hat Audacity selbst schon. Audacity hat einen sehr guten Kompressor. Den verwende ich nämlich zurzeit als einziges Add-on, wenn ich Podcasts aufnehme für das Hour of Code. Bin ich mit dem vollkommen zufrieden, dass ich dann wirklich die Lautstärke schön angegleicht habe, wenn was ungleich aufgenommen worden ist. Wirklich. Genau. Danke. Das ist auch ein gutes Thema Sprache, gibt man vielleicht auch noch drüber reden. Und das Interessante war, dass die eine Keynote zu Reaper gleichzeitig die Vorstellung von einer ganzen Menge neuen Features war, nämlich eben auch Implementierung eines neuen Plugins, das genau die Sachen, die ich da auch beschrieben habe, die Audacity gut macht, vorwegnimmt. Also das könnte Audacity, sage ich, die Auphonic sehr gut macht, wegnimmt. Es könnte Auphonic im Businessmodell ein bisschen wehtun, wobei zum Glück ist es so, dass die nicht nur vom Podcaster abhängen, sondern verwenden eine ganze andere Menge Medienproduzenten. Geht es denn an guten Auphonic-Typen? Also er klingt zumindest zufrieden. Frage, soll mal passieren, weil wir jetzt alle drei gleichzeitig ein Garib-Sandwich schmampfen? Na doch, ich kann weiterreden. Ja. So. Ein Döner Royal später. Wir sind immer noch bei der Subscribe, oder? Ja, ein bisschen was noch, was ich ganz vergessen habe zu erzählen. Diana hat einen ganzen Haufen Vorträge und Workshops besketchnotet.
ist auch alles publiziert. Die hat sie schon publiziert, die ist instantan, das haben wir alles dort dann gleich vertwittert und so weiter. Und im Sendegate gibt es, das ist so ein Forum, gibt es einen Thread, wo die alle gesammelt sind, werden wir auch verlinken. Ja, damit würde ich sagen, ist Subscribe gegessen, nicht nur der Döner. Also du empfiehlst auf der in den Shownotes verlinkten YouTube-Seite die Vorträge online nachzusehen. Genau, und da kriegt man auch durch die Titel schon mal ein bisschen Überblick, was einen interessiert. Vielleicht noch Ausblick, was ist die nächste Veranstaltung, die halbwegs in die Richtung geht. Beim Kongress, beim 33C3, gibt es wieder das Sendezentrum. Das ist eine Bühne, die gespielt wird, den gesamten Kongress über, aber nicht nur das, sondern auch mit einem Podcaster-Tisch und Kurse, wie man Podcasts machen kann. Das ist dann veranstaltet von den Podcast-Partinnen, also da wird sich wieder einiges abspielen und ich werde mich heuer dort auch ziemlich herumtreiben. Also sind wir sozusagen als Biertaucher-Delegation im Sendezentrum vertreten, weil ich habe mich da hineingedrängt in die Runde der Sendezentrumsleute. Ja, also das ist zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamburg. Das letzte Mal im wie heißt das, Kongresszentrum? Ja, Kongresszentrum heißt es. Ja, es hat auch Kürzel auch irgendwie, aber es hat vergessen. CCH, genau. Ja. So ist es. Gut. Ja, wie es dann überhaupt zum Vortrag angucken kommen, wenn du da und CCC. Dafür gibt es ja YouTube und mediaccc.de und so. Die Vorträge sind da schon interessant. Networken ist wichtiger und mit Leuten reden und Sachen machen und so ist wichtiger. Vorträge kann man nachher schauen. Okay. Das heißt, ihr fahrt beide hin, wie ich hier noch richtig weiß. Du fährst nicht, hast du gesagt, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich vermute, jetzt ist es sowieso zu spät. Guter Punkt. Es ist noch nicht ganz zu spät. Kommt doch erst der Freiverkauf. Der Freiverkauf kommt noch und ist auch mittlerweile publiziert. Die restliche Hälfte der noch nicht vergebenen Karten, also die noch nicht vergebenen Karten, das ist genau die Hälfte, werden an 3 Tagen verkauft. Die sind publiziert mit Uhrzeit. Wer in meinen Twitter-Feed schaut, twitter.com/informaton, findet dort die Daten. Also an diesen 3 Tagen? An 3 Tagen zu genau der richtigen Uhrzeit. Mhm. Und es wird zurzeit geschätzt, dass sie jeweils etwa eine Viertelstunde brauchen wird, bis die Karten dann jeweils weg sind. Also man sollte sich dann sputen, wenn man noch keine Karten hat. Ja, aber wahrscheinlich wird es wahrscheinlich noch kürzer sein oder der Server wird zusammenbrechen. Wir werden wahrscheinlich für jede Karte einen eigenen Server aufgesetzt haben. Ja, ungefähr. Einen eigenen Pi. Auf jeden Fall, das kommt jetzt dann bald im November, aber einfach schauen in diesen Tweet, da ist das. So nach Marktwirtschaftslehre sollte man die jetzt einfach versteigern, die Karte. Ne? Und das geht's ja da nicht. Ja, also es wäre interessant, wenn man die Dinger per Telnet kaufen könnte, weil das wäre wesentlich effizienter, fällt mir so gerade ein. Alles per Telnet, im Chat sozusagen. Vor allem das Payment dann. Ja, beim Payment habe ich auch gerade gedacht, wie stellt man das Payment zur Verfügung? Vorher schon aufladen, genau. Und wer es nicht bekommt, bekommt das Geld zurückgebucht. Wäre eine Möglichkeit. Okay. Fällt mir doch noch ein Termin ein, nachdem ich es vorher vergessen habe. Bin jetzt sagen, eine Veranstaltung genauso lang oder genauso toll, aber doch ziemlich interessante Geschichte, die da passiert. In der übernächsten Woche haben wir in Wien die Privacy Week. Das werden auch... Es wird auch ein Vortragstrack sein, den ganzen Tag über die ganze Woche. Steht jetzt mittlerweile fest, Kartenverkauf ist eröffnet und auch Programm ist mittlerweile. Ist das nicht, wo die Sonja das Jugendtag genau, die macht die, nicht Jugendtag, sondern die macht Chaos macht Schule, heißt Chaos das macht Programm Schule, ja. Von CCC. Das war ganz lustig, ich sitze dort gemütlich mit dem Daniel Messner, den wir ja alle kennen vom Zeitsprung-Podcast, an einem Tisch und wir plaudern, kommt einer hinzu und sagt, du... mit dem Hour of Code, wie ist denn das mit dem Inhalt, dürfen wir den verwenden für Chaos macht Schule in Berlin? Das ist cool. Hab gesagt, das ist cool. Natürlich darfst du das verwenden, ist ja Creative Commons lizenziert, kannst du machen. Hat er gesagt, ja, weiß ich, aber möchte trotzdem fragen und ja, gehört sich ja irgendwie doch. Na klar, kann er es verwenden. Da habe ich sehr nett gefunden, da angesprochen worden zu sein. Ich glaube, jetzt bin ich leer.
Stefan ist leer gequasselt. Okay, ich sehe gerade nämlich, dass ich ein Thema eigentlich mitgebracht hätte, ja, was ich vergessen hatte. Neuer Pi-Desktop. Jetzt ist er ja schon immer neu, nachdem ja, du uns wochenlang nicht erzählt hast. Das war letzte Woche, glaube ich. Für den Raspberry Pi. Für den Raspberry Pi gibt es also neue Images. Eine ganze Distro eine neue oder nur ein Desktop? Beides. Also im Prinzip, es ist ja ein Debian. Ja. Sie bringen allerdings häufiger als Debian neue Images raus, wo ein paar Sachen aktualisiert sind, eigene Sachen hauptsächlich. Also alles, was auf was in Debian sowieso vorhanden ist, wird nicht aktualisiert. Höchstens nur die allerneueste Version mit den Bugfixes, aber nicht wirklich Bleeding Edge. Die Bleeding Edge Sachen, die aber der Raspberry Pi kann und mitbringt, entwickeln die ja selber und das hat sich schon stark verändert. Zum Beispiel gibt es jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, ein grafisches Tool, um die Konfiguration anzupassen. Also das Raspi Config oder wie das heißt auf der Konsole, gibt es grafisch. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch ein älteres Image schon gab, das das konnte, aber mir, jetzt ist es mir ins Auge gesprungen. Ja, auf hier, also gut aussehen ist eine andere Sache. Aber ist es so, dass man halbwegs kapiert, was man da ist, nicht so kryptisch oder? Ja, ich bevorzuge immer noch die Konfigurationsdatei im Bootordner. Sag mal für. Weil es einfach zu verstehen ist, was man tut. Ja, ist auf jeden Fall einfacher. Aber nicht leichter verständlich, weil die Dokumentation ist geringer. Für mich jedenfalls. Also, ja. Was noch? Was sofort ins Auge sticht, ist die grafische Oberfläche. Es gibt einen Bootscreen, nicht mehr Konsolenbooten, wo man sehen kann, boah, das bootet, das sagt mir alles gar nichts, sondern einfach Bild dahin. Also und man sieht nicht mehr, was beim Booten alles schiefgelaufen ist. Genau, richtig. Sondern man sieht nur noch ein schönes Bild. Das ist, erinnert schon ein bisschen an Windows 95. Und vor allem, wenn er stecken bleibt, siehst du ewig ein schönes Bild. Ja, herrlich. Du weißt nicht mehr, was los ist. Ja, ich finde das recht nett in der Hinsicht, dass die meisten sowieso nicht interessiert und so hat man wenigstens ein bisschen Schönheit. Ich habe es noch gar nicht versucht umzustellen. Ich glaube, ich stelle das demnächst um, aber ich finde es nicht schlecht. Was sich beim Booten, was mir sofort ins Auge gestochen ist, aber ist, dass sie was anderes Grafisches geändert haben. Wenn die Temperatur zu hoch wird von der CPU oder wenn der fließende Strom vom Netzteil nicht ausreicht, gab es oben in der Ecke so ein Regenbogen-Viereck. Ja. Wo man geglaubt hat, das ist ein Fehler der Grafikkarte. Ja, richtig, genau. Fürchterlich. Ich habe nie kapiert, wozu der gut ist. Ja, jetzt weißt du, wofür es ist. Habe ich immer gehabt. Ja, entweder du hast eine zu hohe Temperatur oder zu wenig Saft. Strom, das kann sogar zu Abstürzen führen oder zu Datenverlust, weil die SD-Karte... Wie haben sie das jetzt gelöst? Ja, sie haben wesentlich bessere Icons. Und zwar ein Blitz für das Netzteil reicht nicht aus. Und das andere habe ich noch nicht gesehen mit der Temperatur. Ich glaube, irgendwas anderes, was mit Temperatur zu tun hat. Auf jeden Fall wesentlich aussagekräftigere Logos. Statt bunte Kekse. Ja, genau. auf jeden Fall ein Pluspunkt. Finde ich sehr gut. Was haben Sie noch? Ist der SD-Card-Image-Generator auch jetzt direkt aus dem Projekt? Was ist der SD-Card? Link muss ich wieder raussuchen. Ich weiß auch gar nicht mehr wo, aber wird man schon googeln können. Also, nachdem das ja nicht ganz so trivial ist, wenn man die SD-Card, also wenn man das Image auf die SD-Karte gebracht hat, muss man ja dann noch konfigurieren, wie du zuerst beschrieben hast. Ja. Kann man auch auf die, gibt es eben als Alternative dazu eine grafische Benutzeroberfläche, die in Scratch programmiert ist, glaube ich. Also in so einem grafischen. Und das erzeugt dann Image. Wo man vorher seine, ich glaube unter Windows vorher seine Parameter jetzt festlegt. Ich glaube, es ist auch nicht nur für den 3er, sondern für alle möglichen. Ja. Und wenn man dann fertig ist, dann sagt man so, jetzt machen wir das SD-Card-Image drauf und dann kann man das reinstecken und das bootet dann fertig hoch und halt alle Parameter. Also man sagt ihm auch, was der Router ist und so weiter. Ich glaube, den liest er auch einfach mit aus von der Windows-Konfiguration und so, weil es wird ja wohl der gleiche sein, so in die Richtung. Hier, ein Bier.
Und also das habe ich zumindest gibt es das jetzt. Ich weiß nicht, ob es im Projekt integriert ist, aber da habe ich echt Positives gehört, ja, dass das halt es für Leute, die da nicht so firm sind, also, vereinfacht. Und man könnte es halt auch vorgenerieren. Ja, also was ich gut fände, wäre dann nicht eine extra Software, sondern dass das im Browser gemacht werden könnte. Dass man die Konfiguration angibt und er gibt einem direkt das fix und fertige Image dazu. Das wäre eine feine Sache. Genauso gehen eigentlich theoretisch ja nicht. Selbst wenn hier Byte-Manipulation stattfindet, vom Konzept direkt. Soweit ich verstanden habe, ist es vom Konzept her so, dass das am eigenen Rechner passiert, das Zusammenstellen im Image und nicht am Server. Das wäre dann, da müssten sie es am Server zusammenbauen für einen. Ja, es ist halt so eine. Ja, okay, es ist. Also eine extra Software runterladen mag ich nicht unbedingt. Zumindest habe ich da beim Herunterladen nichts dergleichen gesehen. Aber es gibt Noobs, was ich nie empfehle zu verwenden. Ich habe aber jetzt mal gesehen bei meinem Vater, Noobs kann wird einfach nur auf das, als Image verwendet. Das ist viel, viel kleiner. Das ist auch, bringt nichts mit, außer im Prinzip ein paar Sachen, um ein Image aufzuspielen. Also so eine Art Net-Installer. Ja, ja. Aber ich empfehle es nicht zu verwenden, weil sobald du ein zweites hinzufügst, wird das erste, also zumindest habe ich das einmal erlebt, wird das erste gelöscht und neu angelegt. Das heißt also eher unbrauchbar, was die Veränderung anbelangt. Bei der ersten Installation ist es vielleicht ganz praktisch, weil du hast das Ding gekauft, direkt mit einer Noobs-SD-Karte, also steckst es rein und du brauchst kein Windows, du brauchst nicht eine extra Software, sondern bootest das Ding hoch und er bietet dir an, was für Betriebssysteme du installieren kannst und innerhalb von ein paar Minuten bis Stunden, je nachdem wie schnell die Internetleitung ist, ist es drauf. Wunderbar für Anfänger, ich empfehle es nicht, sobald man ein bisschen mehr Ahnung hat, lasst die Finger von ihr verbrennt euch daran die Finger eventuell. Ja, das wollte ich nur sagen zur Installation auf die SD-Karte. Was ich zum Desktop noch sagen wollte, was ich eigentlich überhaupt erzählen war, sie haben den Desktop ganz schön aufgefrischt. Das ist wirklich herrlich jetzt anzuschauen. Die grafische Oberfläche ist wirklich, was das Aussehen anbelangt, einfacher geworden. Es sieht vertraut aus und ja, ich finde es ganz nett. Ist das LXD irgendwas Desktop? Oder? Ja, es ist LXDE meines Wissens ja, im Hintergrund, aber es sieht nicht mehr nach LXDE aus. Also es ist was jetzt inzwischen was völlig Eigenes. Ich mag ja LXDE nicht, aber ich finde zumindest für Leute, die sich nicht mit auskennen, ist das jetzt auf jeden Fall ein viel besser. Hast du einen von diesen ganz neuen Raspis ausprobiert, diese Dreier-Generation jetzt? Ich habe nur Dreier. Ja. Okay. Und aber hat zwei man damit sozusagen auch am Desktop schon arbeiten können oder war es doch noch eher mühsam und Firefox öffnen und so? So ja, das ist das Schöne. Es wird jetzt Chromium mit ausgeliefert. Oho, ist eigentlich nicht schön. Ja, weil der Firefox, der lief wunderbar. YouTube, naja, das ruckelt sogar im kleinen Bild. Chromium, wieso gibt es kein Chromium für einen Raspberry Pi? Habe ich mir schon vor ein paar Monaten gedacht, weil ich würde lieber Chromium benutzen als Firefox, besonders mit dem Debuggen und so weiter, weil ich wollte den Vergleich auch haben. Und unglaublich aber war, jetzt gibt es Chromium für einen Raspberry Pi und es ist... Es performt viel besser. Und man muss noch hinzufügen, weshalb ich einen Firefox nicht mochte. Das ist nämlich eine alte Version, das ist die Longtime-Version, also die LTS. Und die war mir nicht edgy genug. Und Chromium ist wesentlich edgier und läuft trotzdem stabil. Und ich habe auch direkt den Test gemacht, YouTube geöffnet. Vollbildmodus, naja, ist immer noch nicht super duper. Bei Chromium jetzt. Bei Chromium. Ja. Beim Firefox, boah, fürchterlich zum Teil. Okay. Ja, und Chromium läuft es einen Tick besser. Sie haben dafür auch extra ein Plugin. Das ist H264 iFi. Das sorgt dafür, dass H264-Videos direkt an die Grafikkarte weitergeleitet werden, dass kein Software-Rendering passiert. Und das war, glaube ich, beim Firefox auch schon der Fall. Sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Also, wenn ich auf ein Vollbild warte, habe ich in beiden Browsern mehrere Sekunden warten müssen, bis das Bild wirklich dann lief. Der Ton lief schon weiter manchmal oder stockte unterschiedlich.
Aber das ist jetzt wesentlich brauchbarer. Also Vollbildmodus ist nicht so perfekt. Ich habe ja einen Kodi. Das ist ein Media Player. Ja, den Media Player. Den habe ich noch nicht zum Laufen bekommen auf dem Pi. Ich habe nämlich dafür einen Dreier-Pi extra schon vorbereitet und habe Kodi drauf installiert auf dem Debian-Image, also auf dem, wie heißt der nochmal? Raspbian. Und das habe ich noch nicht zum Laufen bekommen. Und ich weiß, dass Kodi sehr flüssig läuft mit YouTube-Videos. Das wird mich auf jeden Fall interessieren. Oh, danke schön. Ich schenke dir mal ein, dass wir dann posten können. Achso, ich habe hier noch was. Aira. Ja, das wollte ich erzählen vom Pi. Das neue Image lohnt sich. Man bekommt, glaube ich, sowieso ein Update, wenn man einfach das Update durchführt. Also sudo apt-get update upgrade, wie man es halt kennt. Man muss nicht ein neues Image. Auch noch was kleines Technisches. Ich habe gesucht nach einem Tool, mit dem ich einfach aus einem Video ein Teil rausschnipseln kann. Und am liebsten nicht auf der Kommandozeile, sondern im GUI mit Vorschau. Und es soll möglichst nicht umkodieren, sondern so von Keyframe zu Keyframe rausschneiden und das in ein neues File exportieren mit genau dem gleichen Codec halt wie vorher und möglichst schnell und so weiter. Also du wolltest nicht OpenShot oder einen dieser Video-Editoren? Genau. Was ja auch dann in letzter Konsequenz immer Qualitätsverlust bedeutet, weil du das ja umkodierst, die Sachen dann so weiter. Und das geht sehr gut mit AVI-Demux. AVI-Demux, ja. Dass ich das bisher ist nicht kannte, dass das eine GUI-Variante hat. Das kannst du auch skripten und kannst das auch. Das heißt, du kannst es aber nicht an beliebiger Stelle rausschneiden, sondern nur zwischen zwei Keyframes. Oder? Ich glaube, es geht immer nur auf Keyframe-Level. Es ist mir nicht ganz klar. Du zeigst aber an die Keyframes. Absolut, du kannst auch Video-Vorschau komplett machen. Du kannst auch Bild vor und Bild zurück sagen. Ich weiß nicht, ob der Schnitt nicht immer nur Keyframe genau ist. Ja. Das ist mir nicht ganz klar. Das wäre wahrscheinlich auch vernünftig. Zumindest der Anfang wird wohl bei einem Keyframe sein müssen, weil sonst müsste er rückwärts sich einen neuen Keyframe ausrechnen. Ich glaube, das tut man nicht. Ja, das funktioniert nur auf Keyframe-Basis, weil das Schneiden nur auf Keyframe-Basis. Wenn ein halber Keyframe kannst du nicht nehmen, das ist unbrauchbar. Du könntest zurückrechnen, theoretisch. Prost. 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 Aber dann hättest du wieder eine Transkodierung. Das heißt, die Verluste, die du nicht haben möchtest. Für den ersten Key, bis zum ersten Keyframe hättest du dann Verluste. Mhm. Aber ich habe auch schon gesehen, und das fand ich dann doch interessant, also ich habe es bei, ich würde sagen, einer Handvoll Videos gemacht, oder zwei Handvoll Videos, und bei allen hat es funktioniert, bis auf ein Video. Das war vollkommen im Eimer nachher. Ja. Also da waren dann Artefakte plötzlich drin, das hat irgendwie so ausgesehen, als hätte er das mit den Keyframes doch nicht ganz hingekriegt. Ja. Wenn ich nur das gesehen habe, ja wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, bin dem noch nicht genauer nachgedacht. Ja. Aber an und für sich echt nützliches Tool und eben super schnell. Nicht? Also das ist praktisch instantan und das ist die neue Datei. Und Größe ist dann einfach natürlich proportional zur Filegröße im Verhältnis zum anderen. Nicht? Weil sich ja nichts am Content in dem Sinne ändert, sondern es wird ja nur der Teil rausgeschnitten. Jo. Ich habe ein paar Kleinmeldungen. Mach ich mal schnell. Und zwar, ich habe entdeckt, es gibt ein freies EU-Science-Magazin. Wird verlinkt unter cordis.europa.eu/research-eu/magazin-n.html. Und ich denke, das ist gerade im Sinne dieser bezahlten Wissenschaftsjournale, die dann den Content nicht gescheit freigeben, diese Envelier-Debatte, ist das eine gute Initiative. Ist es gut? Ich habe noch nicht so ganz hin. Ich habe gesehen, man kann es aufrufen, es in mehreren Formaten sogar. Und es ist Englisch. Und, aber es hat Text. Es hat Text. Ich glaube, ich habe sogar auch ein Bild entdeckt. Aber da mir der wissenschaftliche Background fehlt, um jetzt die Qualität zu überdenken, kann ich da noch nicht sehr viel sagen. Aber es gab auf jeden Fall für mehrere Fachrichtungen war das schon angedacht. Und ja, seit ich in Brüssel war, bin ich jetzt pro EU. Ich habe gedacht, Natascha wäre wieder eine nette Initiative. Das heißt, du bist auch pro CETA? Nein, bin ich nicht. Dann bist du ja nicht gegen die EU. Wurscht. Ich frage mich, warum die Leute den ganzen Kasten Oettinger im Keller haben wollen, wo wir doch eine leere Flasche in Brüssel haben. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Okay. Du hast ein Thema gehabt, Dennis, du wolltest was sagen? Ja, nachdem schon WordPress angerissen worden ist und PHP, ich habe eine Seite gefunden, die sehr schön und sehr viele Punkte über PHP auflistet, weshalb die Programmiersprache aussterben sollte. Sie beschreibt es zwar nicht so, aber sie listet wirklich alles auf, was an der Sprache schlecht ist. Und das ich mag ist diese Seite lesen. Ja, das glaube ich. Aber jetzt muss ich dich danach fragen, weil immer wenn ich dich frage, du sendest nie einen Link. Ja, entschuldige, ich schicke das gleich per Signal. Du bist im Flugmodus, das ist ganz schlecht. Das macht nichts. Ich kann auch im Flugmodus schon mal die Nachricht schicken und sobald ich online gehe, wird es abgeschickt. Klar. Bitte schick mir diese Seite, weil ich möchte gerne über PHP lästern. Ja, das ist wirklich wunderbar und sie macht das wirklich fundiert. Das ist nicht einfach Ranten auf niederem Niveau, sondern wirklich hohes Niveau, gut sehr geschrieben. Gut. Und ich habe 4 Stunden gebraucht, die komplette Seite durchzulesen. Und es war dir nicht Fahrt dabei. Nein, also es ist wirklich keine Katastrophe. Und weißt du noch jemand Teil von der URL, falls das jetzt nicht funktioniert? EEVE.org oder sowas. Mhm. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ich habe es auf meinem anderen Mobiltelefon. Okay. Auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich wunderbar. Und das, was ich daraus erzählen möchte, ist, hat jetzt nicht mit Sicherheit zu tun, sondern etwas mit Annehmlichkeiten. Und da gibt es 2 Dinge, die man durchaus darüber diskutieren kann, es in eine Sprache einzubauen. Das eine ist, wenn man Exception Handling einbaut, gibt es Try, Catch und eventuell einen Else-Zweig, den gibt es aber fast nie, und Finally. Also Else und Finally sind verschieden. Der Else-Zweig ist sozusagen, wenn kein Fehler auftritt. Wenn keine Exception auftritt, dann wird das ausgeführt. Okay. Ist nicht unbedingt nötig, es gibt aber Sprachen, wie zum Beispiel Ruby, die das haben. Java hat es zum Beispiel nicht, aber es hat Finally. Ja, ja. Und in, wie heißt das nochmal? Ensure heißt es in Ruby. So, und diesen Finally-Statement gibt es in PHP nicht. Zumindest nicht 2003, als das Exception Handling eingebaut worden ist. Und die Leute haben sofort aufgeschrien, hey, wir brauchen Finally. Und dann haben die Entwickler gesagt, nö, das braucht ihr nicht. Und dann haben sie Nicht-Programmierer, also was der Dennis jetzt beschreibt, ist beim Exception Handling, ist, was man dem Computer zwingt, etwas zu tun, was möglicherweise schief geht, wie zum Beispiel auf eine Harddisk speichern, die gar nicht angeschlossen ist. Ja. Das ist in dem Try-Block drinnen. Und dann gibt es eben die speziellen Fehler, die man schon vorher voraussieht, die man dann abarbeiten kann. Das Finally dient dazu, dass nachher dann auf jeden Fall eine Aktion ausgeführt wird, unabhängig davon, ob es geklappt hat oder nicht. Wie zum Beispiel einen offenen File schließen. Ja, genau. Das ist das typische Beispiel. Man öffnet eine Datei und wenn eine Exception passiert oder nicht, soll auf jeden Fall die Datei geschlossen werden. Das kann man einfach in Finally reinschreiben und dann wird sie auf jeden Fall geschlossen. Okay, und muss nicht überguckt. PHP hatte Finally nicht. Ja. Und wie, was? Das Interessante ist, die Entwickler haben dann gesagt, man braucht es ja nicht. Weil, wenn man das unter das Ganze drunter schreibt, ist es ja dasselbe. Das ganz steif und fest. Die haben wirklich behauptet, wenn man unter das Try-Catch unten drunter einfach das außerhalb hinschreibt, wird es auf jeden Fall ausgeführt. Es ist dasselbe, haben sie ja behauptet. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und das haben auch dann Leute geschrieben. Und du kommst ja nach einer Exception nicht weiter, das ist ja der Sinn. Der wenn, ja, genau, richtig. Aber oder hat die dann wieder Continue gehabt? Nee, ich glaube nicht. Okay. Das Beispiel, was sie angebracht haben, war, war zwar korrekt, da brauchte man es tatsächlich nicht, deren Beispiel. Mhm. Aber es gab dann viele andere Beispiele, die dann aufgelistet haben, dass man es doch braucht. Wie wurde das dann gelöst? So circa 10, 12 Jahre gar nicht. Und dann haben sie Finally irgendwann doch eingebaut. Und dasselbe war dann beim Power Operator, also hoch, also x hoch y, den gibt es immer noch nicht in Python. Sie behaupten, ja, es gibt doch die in PHP. Weil das ist ja, es gibt ja die Power Function, POW geschrieben. Ah, okay, die Exponentialfunktion. Ja, im Prinzip. Ja. Also, das zeigt etwas über das andere. Also. Ja, genau. Und deswegen bräuchte man das nicht. Aber man muss schon sagen: Fortran, die allererste höhere Programmiersprache nach Assembler direkt kommend,
hatte das bereits. Erst heute gelesen, da komme ich noch gleich zu. Ja, okay. Also das ist dann schon Armutszeugnis. Und dann natürlich das Beste mit Security. HTTP-Proxy war vor 10 Jahren schon bekannt, dass es ein Sicherheitsbug ist, wenn man die Variable in der Environment groß geschrieben hat, weil nämlich alle Webserver groß geschrieben HTTP-Proxy also HTTP- verwenden, um die Header-Auszüge zu speichern. Und da kann natürlich jemand einen Header-Proxy setzen und das wird dann so richtig schön gesetzt. Vor über 10 Jahren haben alle Programmiersprachen das geändert, dass der HTTP-Proxy klein geschrieben werden muss, die Variable nicht mehr groß geschrieben, nur PHP nicht. Das haben sie erst vor sehr kurzer Zeit gemacht. Also fürchterlich, die sind... Aber trotzdem ist PHP noch in gefühlt ziemlich vielen Webseiten drin, oder? Ja, WordPress. Also es ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich ein Wunder, dass es die Sprachen noch gibt, weil die Entwickler sind völlig unfähig. Die Benutzer sind meistens nicht viel besser. Sie haben absolut keine Ahnung. Und es liegt nicht unbedingt an den Benutzern selbst. Sie können es nicht besser wissen, weil die Sprache viel zu schlecht ist. Also. Stefan, ein Statement dazu? Nein. Ja, auch nicht Zustimmung? Ach, ich weiß nicht. Für die Interne, da kenne ich mich jetzt wenig aus bei PHP. Es ist halt sehr einfach programmierbar. Nee. Bedingt es oder bewirkt es, dass es so weit verbreitet ist. Ich sehe es noch immer so. Ich habe es damals sehr leicht gefunden, um reinzukommen. Es hat nicht sehr viel Struktur erzwungen, aber es war sehr einfach zu lernen, finde ich. Ja, aber man kann ganz schnell, also es ist eine Sprache, easy to learn, hard to master. Weil sehr schnell kommt man in Fallstricke, wie zum Beispiel kleiner Fragezeichen muss am Anfang der Datei als allererstes Zeichen kommen, sonst kann man durchaus sein blaues Wunder erleben. Also im Prinzip das, wofür PHP bekannt ist, eben, dass man es einfach in HTML einbettet. Das erste Zeichen muss kleiner Fragezeichen sein, sonst könnte man Fallstrick haben. Und in der Hinsicht fürchterlich. Ja, deswegen empfehle ich jedem. Also ich kann zur Sicherheit von PHP nichts Fundiertes sagen, außer dass ich immer auf Podcaster-Konferenzen höre, dass das unsicher ist. Aber ich finde die Sprache einfach so hässlich. Also ich erlebe die meistens als böses Ding, was meinen HTML-Code irgendwie drinnen ist, wie ein Fremdkörper. Und ich finde etwas, was mit so einem kleiner Zeichen und einem Fragezeichen anfängt. Da gibt es ja auch noch andere, die das haben. Also ja, aber in Ruby gibt es ja ERB. Das ist sicher, das ist gut. Das ist auch so als HTML-Plugin gedacht. Oder? Ja, genau. Also du hast auch kleiner Fragezeichen. Wie war das nochmal? Kleiner... Was ist interessant? Gleichheitszeichen? So ein kleiner Raum. Oder das? Gleichheitszeichen ist... Wenn du hast eine Escape-Sequenz, die den Code einblendet. Ja, das Gleichheitszeichen bewirkt, dass der Inhalt auch ausgegeben wird im HTML, genau. Sonst nicht. Die Raute bedeutet, dass es ein Kommentar ist. Ja. Ich weiß nicht, ich habe schon, wie oft ich es getippt habe, aber es geht automatisch. Ich benutze die ERB nicht, deswegen kann ich. Also ich habe es irgendwie nicht mehr. Kleiner Prozent ist es. Ja, genau, kleiner Prozent. Also es gibt auf jeden Fall Alternativen, die ähnlichen Syntax haben, aber zumindest das Sicherheitsproblem lösen. Ja, also sagen wir mal so, wie man es einbettet in HTML, identisch oder sehr, sehr, sehr ähnlich, ERB. Python hat sicher, denke ich, auch sowas. Perl hat auch sowas. PHP war der Vorreiter, was das anbelangt. Und ja, aber die Sprache ist eine Katastrophe. Ja, das wollte ich zur PHP sagen. Benutzt kein PHP, setzt es nicht mal auf euren Server ein, weil es gibt noch viele andere Gründe, es nicht zu haben zu wollen. Es ist ein pures Sicherheitsloch. Ja. Ich habe was Schönes zum Thema Katastrophe. Einen schönen Link vom Johannes Grenzfurtner gekriegt, von Monochrom, also er hat ihn auf Facebook gepostet und gerade am Anfang gelesen. Eine wunderschöne Story über das russische Internet. Also in den 60er Jahren, als die Amerikaner ja ARPANET gebaut haben, um eben dezentral einen Atomschlag überlegen zu können und trotzdem noch eine militärische Kommunikationsinfrastruktur zu haben,
das ist so jetzt nicht verborgen geblieben und sie wollten etwas Ähnliches haben. Und da haben dann Wissenschaftler aus Kiew darüber nachgedacht, dass sie mit dem Militär Computer-Hardware, die Sowjetunion damals gehabt hat, um den Kalten Krieg zu führen, dass sie die eigentlich auch für Zivilisten nutzen könnten, um eben, das ein Ziel war, um die Produktion zu verbessern. Also dass das sozusagen als Nervenzentrum dient für produzierende Betriebe oder um die Wirtschaft, die Planwirtschaft sozusagen zu verbessern und anzukurbeln. Und das war auch also sehr innovativ gedacht und so. Und, wurde dann aber von der internen Sowjetbürokratie sabotiert, das Projekt. Also da ging es hauptsächlich darum, welches Ministerium Geld dafür kriegt und wen das gefährdet. Und Geld dafür bekommt, das ist herrlich. Und der Artikel streicht halt die Ironie sozusagen heraus, dass in der damals planwirtschaftlichen Sowjetunion praktisch ein extrem wissenschaftlich super innovatives Computernetzwerk, also sogar mit einer Kryptowährung, also mit einer elektronischen Währung, elektronisches Geld. Wären den Amerikanern also weit voraus gewesen? Ja, extrem weit. Also Sachen, die wir jetzt erst haben, waren damals schon alles theoretisch zumindest durchaus gedacht und wurde schlussendlich nicht verwirklicht, obwohl es eine Kommando- und Planwirtschaft war, weil eben die eigenen Chefs von der Bürokratie, die auf Ministerebene hinauf, sehr kapitalistisch nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren und das dann halt durch eine Art Bürokratenstreik oder Bürokratenmeuterei, schreibt er, hintertrieben haben. Und zwar so weit, dass sogar Leonid Brezhnev, der damalige oberste Sowjetchef, einer Sitzung ferngeblieben ist, um halt der Blamage zu entgehen, dass er die eigenen Minister nicht hinter sich hat, hinter seinem Projekt. Und im Gegensatz dazu haben im Erzkapitalistischen jeder auf seinen Vorteil freien Marktwirtschaft bedachten USA, wurde das Internet sozusagen gegründet dann dadurch, dass die alle sehr sowjetisch gemeinsam an einem höheren Ziel gearbeitet haben. Also so komplette Ideologieumkehrung. Und der Artikel streicht dann halt, also philosophiert dann halt darüber, dass das Internet, wie wir es jetzt haben, keineswegs gesichert ist, sondern philosophiert das sozusagen die Ideologie, die man hat, während man eine Technik entwirft, dann sich auch in der Technik manifestiert. Also der Google Siderank zum Beispiel, dass der irgendwie auch das Prinzip der Demokratie und jetzt nicht das Prinzip einer obersten Planwirtschaft abbildet, sondern je mehr Links zu einer Seite gibt, desto mehr Stimmen hat diese Seite, desto höher wird sie gewotet. Also und ein gewisses Art Gesellschaftsmodell. Und der Artikel philosophiert dann halt, dass sich unser Gesellschaftsmodell auch wieder ändern könnte, speziell wenn jetzt Privatfirmen da wieder mehr Macht kriegen und dass dann auch ein späteres Internet ganz anders ausschauen könnte und gewisse Dinge, die wir jetzt als selbstverständlich erachten, also wie zum Beispiel Netzneutralität, dann wieder weg wären. Also er philosophiert sozusagen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technik und die Rückkopplung wieder an Technik, wieder auf Gesellschaft. Aber es ist ein sehr lesenswerter Artikel, weil es halt faszinierend ist, dass man philosophiert, was wäre gewesen, wenn die dieses Sowjet-Internet geschafft hätten. Ja. Also was Netzneutralität anbelangt, das ist ja eine rein kapitalistische Sache und das Internet ist eigentlich eher kommunistisch, sozialistisch. Wenn das Erfolg hat, die Netzneutralität zunichte zu machen, kann es natürlich sein, dass da was Gutes draus wächst, weil es dann so eine Riesenkatastrophe wird und keiner es haben will, dass man sich wieder auf das Ursprüngliche zurückbesinnt. Das kann sein, dass... Im Artikel wird eher gesagt, dass dann halt, weil jetzt auch nationale Regierungen sozusagen diverse nationale Gesetze durchdrücken wollen, dass das Internet wieder zersplittert in lauter nationale Netzwerke, beziehungsweise wie bei Facebook in so Insellösungen, wo du eigentlich nur noch Facebook-Zugang brauchst und dann hast du eh alles. Mhm. Das heißt, diese ganze Interkonnektivität, die nur dadurch gegeben ist, dass es Standards gibt und die sich alle halten müssen, dass es ein bisschen ein zentralplanerisches Element ist, dass das dann auch sehr schnell wieder weg sein kann und dass dann eben genau das passiert, was in der Sowjetunion dann auch passiert ist. Die haben zwar dann, also diese
andere Ministerien, die sich durchgesetzt haben, haben dann auch Geld gekriegt für die Computerisierung ihrer Wirtschaft, aber das waren dann halt lauter inkompatible lokale Computernetzwerke oder halt Computer zur Produktionssteigerung von Hühnerkolchosen, die, die halt keinerlei diese Netzwerkeffekte, die das Internet ermöglicht, nicht hart gehabt haben. Na, schön. Und das meint der Artikel halt, das kann durchaus wieder auch mit unserem Internet passieren. Ja. Da gibt's halt, in China ist jetzt sozusagen das Inside einer großen Firewall, haben die halt ihr Netzwerk, aber sind nicht wirklich daran interessiert, dass da jetzt Verbindung zu, zum westlichen Internet passiert. Also irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass du Sachen verwechselt hast. Was verwechselt? Nur weil was unterschiedliche Standards verwechselt, verwendet, heißt es auch nicht, dass es nicht miteinander kommunizieren kann. Und auch unterschiedliche Segmente des Internets verwenden unterschiedliche Protokolle auf der untersten Ebene. Weil die könnten ja dann die oberen Ebenen einpacken in die unteren. Mhm. Also das ist zu einfach. Lass es mich so formulieren mit einem Beispiel, das dass ich erlebt habe. Es hat dieses BTX-Netzwerk gegeben. Erinnerst du dich, bevor es das Internet gegeben hat? Ja, zumindest hier in Europa. Es war ein europäisches Netzwerk, da hast du von der Post ein Modem ausbauen müssen. Dann hattest du eine Art Bildschirmtext am Fernseher. Und der hat gewisse Funktionen erfüllt, die, die jetzt das Internet hat. Das heißt, du hast sozusagen eine Art Webseiten, statische Webseiten aufrufen können. Für damals geringen, relativ geringen Preis. Ne? Es hat in Frankreich das Minitel gegeben, das sogar recht national erfolgreich war. Aber ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, dass das BTX-Netzwerk mit Minitel-Net in irgendeiner Weise kompatibel war. Nein, war es nicht. Das waren einfach Insellösungen, die nicht miteinander verbunden waren und auch nicht dazu geplant waren, miteinander verbunden zu sein. Aber nichtsdestotrotz hätte man ohne Probleme Schnittstellen bauen können zwischen den beiden. Da waren aber niemand daran interessiert und es hat kein zentrales Gremium gegeben, das so eine Schnittstelle weder angedacht noch implementiert hätte. Ja, es gibt auch jetzt keine Schnittstelle zwischen Facebook und Google Plus. Nein, also aber es gibt zum Beispiel ein gemeinsames HTTP-Protokoll, an das sich alle halten. Bei BTX und Minitel kamen wir noch zusammen. Ja, weißt du, was ich meine? Das hilft ja in der Kompatibilität zwischen Facebook und Google Plus eben nicht. Nein. Sorry, aber es hilft mir darum, dass jeder eine Webseite anschauen kann. Facebook und Google Plus, so wenig sie miteinander zu tun haben möchten, sind beide, halten sich beide an dieselben Webstandards. Es sind beide mit einem normalen Browser aufrufbar. Und so haben sich Minitel und auch BTX beide daran gehalten, dass man sie mit einer normalen Telefonverbindung anwählen hat können. Nicht ganz. Na, man brauchte dafür spezielle... Also im Prinzip, das BTX ist so eine Insellösung gewesen, die haben nicht mal andere Geräte erlaubt. Man musste das Modem von der Post verwenden. Es gab nichts anderes. Alles andere war verboten. Das heißt, es war... Das hat wieder mit der Technik nichts zu tun. Ja, es hatte mit der Technik... Zum einen, es wurde nicht preisgegeben, was für eine Technik da drin steckt. Es wurde B... musste man dafür bezahlen, daran überhaupt angeschlossen zu sein als Benutzer und auch als Seitenbetreiber. Also das war... Also der Punkt ist, du wirst mir vor, impräzise zu sein oder den Artikel nicht richtig verstanden zu haben. Nein, das Argument war nicht schlüssig für mich. Lies den Artikel, es kann durchaus sein, dass ich es nicht ganz erfasst habe. Ich wollte nur sagen, nur weil was unterschiedliche Standards verwendet, heißt es so nicht, dass es nicht miteinander kommuniziert. Also es liegt nicht nur am Standard auf jeden Fall, sondern auch an also da, was Willen. Ich rausgelesen habe, lag es am Willen. Ne? Ja. Hat man den politischen Willen, dass Netzwerke irgendwie miteinander kompatibel sind, oder hat man den nicht? Ja. Und diese erfolgreichen Sowjetbürokraten hatten diesen Willen nicht aus ganz egoistischen Gründen. Aber wir fahren jetzt eben in die Insellösungen auf einer anderen Ebene. Und das ist, wir fahren einfach auf einen höheren Protokoll jetzt. Ja, aber also die Tendenz ist ja wieder da. Facebook will eigentlich dich allein glücklich machen. Und genau. Andere wollen, und genau das spricht der Artikel an. Ne? Und es helfen uns die offenen Standards darunter hier jetzt nichts, solange es nicht die gesellschaftliche... Den Druck gibt, auch gemeinsame Standards durchzusetzen. Oder kompatibel zu sein. Oder Schnittstellen zu erzwingen, das noch allgemeiner zu formulieren. Und in die Richtung tut sich zurzeit gar nichts, was diese großen Netzwerke angeht. Also Netzneutralität im Prinzip. Nein, das ist nicht Netzneutralität. Für mich ist Netzneutralität eine Bewegung, wenn du dich nicht dafür einsetzt. Es ist ein Aspekt, der benötigt wird, um gewisse Sachen zu erreichen. Aber Netzneutralität reicht nicht, um solche Monolithen aufzubrechen. Das sehe ich nicht, aber es ist schon mal ein Baustein in die Richtung. Ne? Also wenn du den nicht hast, ist schon ganz schlimm. Es gibt einmal die Firewall, die es nicht erlaubt.
dass wir bestimmte Seiten besuchen können. Und es gibt die Firewall, die nicht dadurch definiert ist, dass, dass jemand sagt, nein, du kommst sie nicht rein oder du darfst sie nicht raus, das ist beides, sondern dass es einfach technisch nicht möglich ist. Wie zum Beispiel, dass du ein 5 Meter breites Auto hast und in einem Land fährst, wo die 5 Meter breiten Straßen haben und du kommst damit nicht nach Deutschland oder nach Österreich. Und eben das andere... Jetzt kommen wir wieder zum hinkenden Autovergleich. Ja, okay. Und das andere ist, du hast ein Auto, das in Deutschland fahren könnte, aber du hast ein Nummernschild, das ist rosa und das wollen die in Österreich und Deutschland nicht. Und die sagen dann, nein, du kommst hier nicht rein. Juristische Probleme. Ja. Aber Stefan, mir fällt auf, dafür, dass du kein Bier trinkst, sondern deinen zweiten Eiern, sprichst du wesentlich langsamer. Weil ich versuche diesbezüglich genau auf den Punkt zu kommen. Ich glaube, das ist das Problem. Mit ein bisschen Alkohol gehen so kleine Luft. Aber ja, das stimmt, das sind mehrere Faktoren. Weg. Auf jeden Fall, ihr versteht es mich, der Artikel reflektiert sozusagen dieses. Hatten wir das hier im Podcast mit dem mit diesem chinesischen mit der chinesischen Facebook-Alternative, über die eine Riesenmenge an Traffic abgewickelt wird, jetzt auch monetäre Transaktionen größer als Amazon. Bei Weibo so. Netzwerk. Ja, war das ja. Hier im Podcast? Weiß ich nicht mehr, aber es ist doch eigentlich Twitter-Alternative. Das ist so eine Insellösung, an die ich da gedacht habe vorher, wo wir zurzeit überhaupt keinen Ansatz haben, dass sich das ändern würde. Die sind aber auch nicht politisch daran interessiert, die wollen eher das Weibo exportieren in andere Länder. Die Firma selbst, aber das hat wieder relativ wenig politische Gründe. Das ist höchst kommerziell. In China ist Facebook gesperrt oder was bis vor kurzem für viele aus politischen Gründen. Ja, davon habe ich jetzt nicht geredet. Sondern ich rede von dieser Firma. Von der Weibo. Ja. Dass du mit der nicht kommunizieren kannst oder deren Services nicht zum Teil verwenden kannst, sondern die haben eben dort die absolute Dominanz als Konzern da drinnen. Ja. Das ist schon eine Struktur innerhalb vom also kommunistisch oder dieses kommunistische System. Du meinst, die ganzen HTTP-Protokolle, aber sind trotzdem nicht kompatibel zu was anderem. Absolut. Ja, klar. Und ich glaube auch nicht, dass da der chinesische Staat allzu viel dagegen ausrichten könnte, gegen die. Das ist ein Riesenkonzern mittlerweile dort. Naja, dort gibt es schon so Möglichkeiten, dass Leute, oder Nordkorea falsch gewickelt sind. Ja, nordkoreanisches Internet. Die heute für ziemlich irrelevant. Ja, aber sie das ist ein gutes Beispiel. Internet, ja, mit wie viel 128 IP-Adressen oder sowas? Ja, okay, auf jeden Fall, ich kann den Artikel über das russische Internet sehr empfehlen, weil er halt auch sehr philosophisch ist. Wird verlinkt in den Shownotes. Habt ihr noch was? Ich habe sonst nur noch Couchsurfing-Stories. Ich mag auf dem noch eine Runde mal den Schimmeltod reiten. Ja. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt jetzt in nächster Zeit. Momentan haben wir gerade den fröhlichen Chatbot-Hype, der in gewissem Sinn diese Insellösung eine Spur aufbricht, weil er ermöglicht dir im Prinzip annähernd jegliche Logik in die, zum Beispiel den Facebook-Messenger hineinzukriegen, was du bisher nicht konntest. Und da bin ich gespannt, ob das was ändern wird. Dass du einen Chatbot missbrauchst, damit er dann wieder mit einem anderen Netzwerk kommt, genau, kommuniziert, wie zum Beispiel mit einem Google Plus postet oder sowas. Und ich würde gar nicht missbraucht sein, sondern verwendet ganz einfach. Ja. Und auf die Art und Weise unterschiedliche, ich meine, Google Plus vielleicht jetzt nicht, weil die werden ja wirklich kreuz und quer, also jeweils kein Interesse haben, sich mit dem anderen zu verbinden. Aber ich hätte gerne einen Crossfire-Bot, der jeden Blödsinn, den ich in dem einen Netzwerk poste, 1:1 im anderen postet, es dort liked und dann wieder zurück. So Traffic organisiert. Aber sind wir mal ehrlich, Google hat jetzt 3 verschiedene Chat-Dinge, ich nenne es mal wirklich Dinge, die zueinander inkompatibel sind. Naja. Was soll der Scheiß? Also, aber jetzt? Du kannst eben einen Bot schreiben, der die fröhlich miteinander kombiniert auf die Art und Weise. Aber auf das wollte ich nicht jetzt hinaus, sondern eher Third-Party-Lösungen, also kleine unter Anführungszeichen, haben auf die Art und Weise doch die Möglichkeit, sowohl innerhalb von der Lösung zu kommunizieren, wie es vorher vielleicht mit einer Facebook auch innerhalb von Facebook gegangen wäre, aber eben auch jetzt
mit einem anderen, sofern es nicht irgendwelche Ausschlusskriterien aus rechtlichen Gründen gäbe. Ne? Ja. So. Das bedarf aber einer API, dass man wirklich... Genau. Und das war bisher nicht gegeben? Nein, es war nicht gegeben. Ach so, das ist jetzt neu. Die haben dich wirklich eingesperrt in dem Sinne, dass du nur... Also Facebook-Apps waren sehr... Mhm. Facebook-Apps waren sehr reglementiert in dem, was sie eigentlich tun konnten. Okay, und jetzt kann man auch außerhalb die Software mit einer API ansprechen. Genau. Das ist, du schreibst eben so einen Bot, der da hinein... Bis sich Facebook wieder anders überlegen. Genau, bis sie sich wieder anders überlegen. Ja, ja. Aber immerhin so lange kannst du es tun. Ich sag, du Jabber benutzen. Ja, ja. Das ist ein freies Protokoll. Ja, dabei benutzt Facebook intern Jabber, aber kein Client ist damit kompatibel, weil sie es nochmal anders machen. Tja. Ja. Und bei... Google ist es auch nicht viel anders. Naja. Aber es gibt Skype für Linux. In einer neuen Version, die nicht mit der alten Regel. Das ist eine Neuigkeit. Ja, das ist letzte Woche oder vor zwei Wochen. Sehr schön. Nein, nicht schön, weil es funktioniert mit den alten Versionen nicht und funktioniert mit Windows auch nicht. Also es war nur ein Skype für Linux-User. Und zwar nur also ein unfreies Ding, was aber nicht den einzigen Vorteil, dass es kompatibel wäre mit anderen Skype. Das ist es auch nicht. Ja. Also ein Linux-Bestrafungs-Skype. Ja, das muss noch ziemlich roh sein in der Entwicklung. Ich habe letztens Mumble mal ausprobiert. Habe ich das schon erzählt? Im Podcast? Mumble? Irgendwer hat mir letztens was erzählt, aber es warst nicht du, glaube ich. Okay, ja, ich habe jetzt Mumble ausprobiert. Das ist so ein Teamspeak-Ersatz mit freier Software. Also das ist freie Software. Es benutzt Speaks. Auch schon uraltes Zeug irgendwie. Ne? Ja, also das wird aber noch schön weiterentwickelt. So. Ja, ja. Und das wirklich was dabei super ist, ist, dass es von standardmäßig verschlüsselt ist. Jeder Client kann nur mit dem Server kommunizieren, wenn er selber einen Schlüssel hat. Das heißt, beim Starten wird direkt ein Schlüssel zur Verschlüsselung generiert. Das heißt also... ein Terroristenkommunikationswerkzeug. Ja, richtig. Das wird dein Innenminister nicht freuen. Ja, ich sag immer, wenn es Terroristen benutzen könnten, um vor dem Staat was zu verheimlichen, dann ist es das Richtige für die Welt. Weil nämlich das ist das, was wir freie Menschen wirklich benötigen. Wenn Terroristen wirklich darüber die Möglichkeit haben zu kommunizieren, ungestört... Sowas brauchen wir eigentlich als freie Menschen. Ja, was Mumble fehlt, ist, dass es nicht Peer-to-Peer ist, sondern noch centralized ist. Ne? Das stimmt, ja. Okay. Also ursprünglich, glaube ich, ich weiß nicht, ursprünglich entwickelt, hauptsächlich eingesetzt wird hinter Spieleservern als oder als zusätzliche Kommunikationsplattform zu Spieleservern. Ja, dafür benutze ich es auch für Factorio-Runden. Ja, es ist halt noch, ein paar Sachen sind unpraktisch. Wenn man Factorio spielt, da sind fast alle Tasten schon belegt und jetzt eine freie Taste zu finden, um Push-to-Talk zu verwenden, naja, ist nicht so schön. Da muss ich ziemlich mich mit dem Finger verkrümpeln. Die Alternative ist, wenn man spricht, soll es erst übertragen. Das heißt also, da ist eine Erkennung drin, ob man gerade spricht oder nicht. Das funktioniert super, nur leider erkennt es auch die Tastenanschläge als Sprache. Hm. Das heißt also, das wird dann auch übertragen, das ist dann nicht so schön. Aber prinzipiell, die Qualität, die da übertragen wird, ist astrein, trotz nur 8 Bit pro Sekunde oder sowas. 8 Kilobit. 8 Kilobit, ja genau, 8 Kilobit pro Sekunde. Netzwerkleistung vom Spiel wegnimmt. Das heißt also, das geht über ein Mobiltelefon drüber, über die alten Hündchen. 64K-Modem wäre kein Problem. Also, ist wirklich eine schöne Sache. Ja. Das Letzte in die Richtung, was ich so ausprobiert habe, ist WebRTC mit Opus. Das ist auch super. Also, das geht auch Peer-to-Peer. Aha. Das ist so jetzt der letzte Schrei im Zusammenhang mit dem Studio-Link, habe ich das ausprobiert. Mhm. Wie heißt das? WebRTC einmal als Kommunikationsprotokoll. Achso, WebRTC. Als Audio-Codec, da drin ein Opus. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich noch ausprobieren muss. Muss natürlich auch verschlüsselt sein. Du hast noch etwas zum Thema? Nein, ich habe was ganz anderes. Ich habe Reisetipps. Ja, eben, Couchsurfing. Couchsurfing, genau. Ich war, also ein Reisetipp, ich war mit einem Couchsurfer, nämlich mit dem Zach Mohamed, von dem ich letztes Mal erzählt habe, und einem Nachbarn von mir in der Steiermark, in der Bärenschützklamm, bei Mixnitz, in der Nähe von Mürzzuschlag ist das. Und ich kann das sehr empfehlen, es ist eine super schöne Wanderung. Man geht durch einen
Du kennst Bärenschützklamm? Ich überlege gerade, ich vermute nicht. Sehr, sehr empfehlenswert. Du fährst mit dem Zug dorthin oder mit dem Auto. Es gibt sogar eine Bahnstation von der Südbahn, also man kommt von Wien eigentlich sehr bequem hin. Man muss nur im Lützzuschlag umsteigen. Und du gehst vom Bahnhof eine kleine Straße rauf, in ein Waldstück, und dann geht es steil bergauf, circa eine halbe Stunde. Und dann bist du am Eingang eines Canyons, praktisch einer Klamm. Mhm. Muss man 3,50 Euro Eintritt zahlen und geht dann, also wir sind gegangen, ein bisschen über eine Stunde, auf sehr vielen Leitern und so schmalen Stegen und Plattformen direkt durch eine Schlucht zwischen Wasserfällen und über Wasserfällen und unter Wasserfällen hindurch, und es wurde wirklich wunderschön. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, es war ein bisschen wenig Wasser, also ich nehme an, im Frühling ist am besten, wenn wirklich ganz viel Schmelzwasser runterkommt. Mhm. Und du wanderst sozusagen in, über und durch dieses schluchtenartige Gebirgsbachbett. Und weil diese Holzleitern und Stege sehr schmal sind, gibt es dann immer wieder einen Stau, vor allem wenn einmal ein bisschen ältere oder unbeweglichere Touristen so eine Leiter blockieren. Das kommt dann reines Wasser. Geht schon, ja. Nein, so etwas nicht, aber man hat dann halt reichlich Zeit, alles zu fotografieren oder halt mit irgendwelchen Leuten über irgendwas zu quatschen, während man erwartet, dass sich irgendeiner diese Holztreppen hochhieft. Und ja, und gleich oben, das ist auch sehr genial, wenn man also diesen Leiterpfad hinter sich hat, ist gleich ein super Berggasthaus. Das ist eine Gruppe mit super. Das heißt, man muss 3 Euro Eintritt zahlen, damit man da 3,50 Euro, ja. 3,50 Euro, um da hochwandern zu müssen und ja, dann also da Sachen zu konsumieren. Du kannst natürlich auch den Rückweg, also zurück geht man dann nicht über diese Schlucht. Nicht. Nein, weil sonst wird es dauernd Staus geben auf den. Einbahnregelung. Also, ja, also super. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich eine Einbahnregelung haben, aber es ist einfach nicht dafür gedacht, weil sich eh schon, wenn da so ein paar Busladungen kommen, staut sich es eh schon in dieser Schlucht. Und wenn die Leute dann noch in zwei Richtungen auf diesen glitschigen Holzleitern und würde kleinen Brücken gehen, man, das wird nicht gut kommen. Also es gibt dann von dem, am Berg von dem Gasthaus gibt es einen ganz normalen Wanderweg hinunter. Und du könntest natürlich auch die andere Route machen, du könntest diesen Wanderweg raufgehen und dann versuchen, durch die Schlucht runtergehen. Wie das genau geregelt ist, weiß ich nicht. Also soweit ich es kapiert habe, geht man die Schlucht nur hinauf. Tja, Bärenschützklamm. Es geht immer bergauf. Okay. Immer bergauf. Dann muss ich das mal bergab probieren. Ja. Da freuen sich wahrscheinlich alle. Freuen sich alle, ja. Ja. Werde ich natürlich dann filmen automatisch, und wie die Leute reagieren. Ja, es dauert halt. Also man verbringt sehr viel Zeit mit Warten auch, weil es sich einfach staut. Aber super zum Schön. Ich habe ein Erfolgserlebnis gehabt letzte Woche. Ich habe vor etwas über einem Jahr mitgemacht bei einem Refugee Hackathon, wo wir Software geschrieben haben. Ja. Dort haben wir dann den ersten Preis gewonnen. Ja. Dann haben wir verhandelt mit einigen NGOs, ob sie das verwenden wollen. Es haben einige Interesse bekundet, aber niemand wollte es betreiben. Dann haben wir verhandelt, ob wir gemeinsam einen Verein gründen. Hat sich aber keine Lösung gefunden, weil im Endeffekt heißt das ja, Verantwortung zu übernehmen. Inhaltlich geht es bei der Software darum, NGOs, die Hilfe leisten wollen, zusammenzubringen mit Freiwilligen, die diese Hilfeleistung wirklich erbringen wollen als Person. Also die Arbeitsleistung, für genau, die Arbeitsleistung da einbringen, mit Leuten, die den Arbeit anfordern. Arbeit anfordern, also die NGOs, die Arbeit anfordern von den Leuten, und dann eben ausschließlich für die Flüchtlinge, mittlerweile allgemein für Hilfeeinsätze zusammenzubringen. Was auch zum Beispiel ein Problem an der ganzen Geschichte ist, bei so einem Hilfseinsatz, wenn da was passiert, wer haftet? Also zum Beispiel, was passiert im Hinblick auf Unfallversicherung oder noch schlimmer, dann Haftpflichtversicherung, wenn irgendwie noch an Dritten oder an einer Sache ein Schaden entsteht. Das heißt, also es ist einerseits die Frage nach der Gründung von einem Verein, wer da die Pflicht übernimmt, und dann diese ganze Versicherungsthematik. Und dann auch in weiterer Konsequenz noch rechtliche Thematik, was ist, wenn jemand so eine Organisation dann klagt, wie schaut es da dann aus? Also wir haben da durchaus gespürt, dass es von Rechten in Österreich Druck gegeben hat.
Das Ganze ist dann ziemlich eigentlich wieder versickert und wir haben geglaubt, das Ganze ist mehr oder weniger gegessen, obwohl wir noch ein bisschen dran weiter programmiert haben. Jetzt bin ich so im Ende November, Anfang Dezember gerade mit meiner Erzählung. Dann hat der Fonds Soziales Wien, haben wir mit und umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr genau die Reihenfolge, also Fonds Soziales Wien haben wir Kontakt aufgenommen. Das ist eine Vorfeldorganisation von der Gemeinde Wien, die eben diese, zum Beispiel diese Flüchtlingsunterkünfte für die innerhalb Wiens organisiert hat. Die haben großes Interesse bekundet. Die haben im Prinzip so eine Software schon seit ewig und drei Tagen im Einsatz. Also so ein Webinterface, wo du sagen kannst, ich kann helfen, hier habt ihr meine Adresse und so weiter. Aber das funktioniert zurzeit bei denen so, dass wenn sie dann das wirklich den Einsatzfall koordinieren, dann machen sie das über ein Callcenter und telefonieren. Und das ist natürlich jetzt, da geht mehr in Zeiten des Internets, das kann man durch Messaging und im Browser oder durch Apps regeln, die ganze Geschichte. Und das, deswegen haben sie gemeint, ja, das wäre sehr hübsch, was wir da entwickeln, dass wir das gerne verwenden. Na, zwar nicht fröhlich über alle NGOs, über ganz Österreich verbreitet, aber immerhin eine und gar nicht so eine kleine, nicht? Wenn das, wenn das für Österreich verwendet wird, die haben über 2000 Leute in ihrer Datenbank als Hilfeleister, das sind doch einige Ressourcen, die auf die Art und Weise vielleicht dann sinnvoll verwendet werden können, hat man wieder so ein bisschen einen leichten Hoffnungsschimmer, dann kamen wir langsam aber sicher zur Weihnachtszeit. Und damit ist diese Sache wieder eingeschlafen, weil alle natürlich mit Weihnachten, da hat man rum. Genau. Wir haben damit eigentlich geglaubt, damit ist es jetzt wieder gegessen. Ende Februar, Anfang März. Weihnachts-Shutdown fertig. Weihnachts-Shutdown fertig. Tatsächlich sind sie wieder mit uns in Kontakt getreten. Wir haben ja gehofft, jetzt verwenden sie es dann einfach nach, dann kamen sie mit einem 13 Seiten Requirements-Listing, wie sie es jetzt eigentlich ganz genau hätten, was einerseits hart wäre, weil damit war im Prinzip die Version, die wir bis zu dem Zeitpunkt geschrieben haben, mehr oder minder obsolet, weil es nicht wirklich kompatibel war, also ziemlich viel zu ändern. Andererseits waren wir mittlerweile auch vom Team her schon ziemlich eingedampft, also so auf ein bisschen mehr als auf ein Drittel. Aber nichtsdestotrotz war wieder die Hoffnung da, dass sich da was tut. Wir haben den alten Code komplett weggeschmissen und wieder alles von vorn gestartet und uns ab dem Zeitpunkt einmal in der Woche getroffen. Okay. Und jeden Donnerstagnachmittag haben wir dann gecodet, bis so etwa vor 2 Monaten, wo wir wieder eindeutig den Eindruck hatten, dass das Ganze wieder vollkommen einschläft. Was wieder ziemlich, das war aber jetzt alles unbezahlt. Aber alles okay, unbezahlte Arbeit. Unbezahlte, ungewollte Arbeit. Ungewollt kann man nicht sagen. Also es war zumindest so, wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Das waren sehr nette Leute. Wir haben uns da gefunden. Und wir treffen uns noch immer sehr gern. Also vor 2 Monaten haben wir wieder gemeint, okay, jetzt ist das Ganze wieder so mit Anfang der Sommerferien dürfte das Ganze wieder langsam aber sicher einschlafen. Na, so 3-4 Wochen später kam dann ungeahnte Energie in dieses ganze Projekt mit einer Deadline, wann dann produktiv gegangen wird und Unmengen neuen Tickets. Und mittlerweile stehen wir bei 1280 Commits und 170 Tickets, wovon glaube ich noch 8 offen sind oder so. Mhm. Und letzte Woche sind wir produktiv gegangen. Ja, hätte ich nicht mehr geglaubt. Also alles für einen freiwilligen Projekt. Das war sogar so, wie die eine Organisation, die es verwenden will, wollte. Also auf die habt ihr es jetzt maßgeschneidert. Auf die haben wir es maßgeschneidert und auch für die dann die haben dann so eine Art Beta-Test, also hinter einem Passwortschutz noch mit ihren eigenen Leuten und so weiter einen Test gemacht. Und damit kamen dann noch einmal einige Requirements, also man kann fast sagen, wir sind in Version 2,5 schon mittlerweile so ungefähr. Aber jetzt ist es produktiv, ich weiß nicht, wie sehr es verwendet wird, ich habe keine Account im Produktivsystem, ich kann es nicht sagen. Aber es ist seit einer Woche produktiv und oh Wunder, in der Woche ist kein neues Ticket gekommen. Also wir werden sehen, wie es weitergeht. Rätselhaft. Und ist das immer noch freie Software? Oder das ist freie Software, also das ich immerhin habe. Die alte Version könnte man sich auch auschecken, wenn man sich die Version sucht, wo einmal der ganze Code weg ist, das war die alte Fassung. Und in was habt ihr das programmiert? Das ist in Rails programmiert. In Rails, okay. Ja. Das ist eine Truppe von Rails-Entwicklern. Es gibt eine halbfertige Android-App dazu und es gibt eine drittelfertige, naja, auch ungefähr halbfertige iOS-App dazu, also die sind noch nicht so weit. Die hängen im Großen, die eine hängt noch an der alten API quasi dran, also die muss auf die neue API angepasst werden von der zweiten Version. Und die andere ist eine neue Entwicklung, die ist ursprünglich in iOS ist ja ursprünglich nicht Swift gewesen, sondern in der Standardsprache Objective-C und jetzt ist das dann in Swift neu geschrieben worden, das ist dann ganz fertig. Wenn wir sehen, ob da noch der Bedarf dafür ist, dann wird es das wahrscheinlich auch noch geben. Aber jetzt einmal ist alleine ein Web-Interface das Ganze.
Schön. Ja, das war eine Freude. Und jetzt vor ein paar Tagen hat uns noch ein Amerikaner kontaktiert, er will da jetzt auch beitragen. Da werden wir sehen, ob das praktikabel ist. Momentan ist das mehr Händchen halten als Hilfe. Aber er ist bemüht. Eure Social Group. Die Social Group gibt es noch immer. Teil davon ist auch aufgegangen jetzt in meiner Ilixa Meetup Gruppe. Ach so, okay, also da habe ich mir einige Leute mitgenommen in der Truppe und es ist echt eine nette Partie, die sich da entwickelt. Und was man zumindest sagen kann, wir haben das, wie gesagt, zwei oder dreimal schon im Laufe der Zeit abgeschrieben gehabt. Wir waren aber nicht arg krantig auf die ganze Geschichte, weil man halt bei der Sache viel gelernt hat. Einerseits, was den Code angeht, was die Zusammenarbeit angeht, und wir haben halt cool, sehr viel Spaß gehabt. Also ich sucht euch so ein Projekt, wenn ihr Zeit dafür habt und es euch leisten könnt. Man kann sehr nette Kontakte auf die Art und Weise knüpfen. Und das ist halt schon eine sehr andere Art zu arbeiten, als im rein kommerziellen Umfeld. Ja, das stimmt. Ja, ich mache auch privat. Das heißt nicht, dass man sich weniger ärgert. Nicht? Also, ja. Gibt es da nicht, was wir jetzt schon wieder für ein Blödsinn? Jetzt müssen wir nicht das wieder ausreden. Das ist ein Blödsinn, das braucht man nicht. Das hat man dort gemacht. Ja, ich mache privat auch ab und zu, allerdings nicht für so gemeinnützige Sachen, sondern so für meine Freundin manchmal, weil sie was braucht, oder hier für den Garib oder dort für jemanden, meinen Arbeitskollegen, weil ich es halt kann. Und das ist meistens mit wesentlich härter als für die Arbeit, weil die sind wesentlich anspruchsvoller, sie zahlen nichts und wollen mehr. Nur der Horst will sowas nie machen. Der ist nämlich jetzt gerade aufgestanden. Jo, was machen wir als nächstes? Schluss, oder? Ich weiß nicht, ob der Horst noch was sagen wollte. Ich schiebe noch zwei kleine Sachen ein, die ich noch hatte. Das eine ist, weil du zuerst gerantet hast über PHP. Es ist auch ein bisschen ein Rant, aber nicht im Sinne von jetzt die Sprache ist so furchtbar, sondern der Zustand, der sich entwickelt hat, ist übel. Das ist ein Artikel, How It Feels to Learn JavaScript in 2016. Das ist ein Blogpost, wo einer zusammengefasst hat, State of the Union des momentanen Zustands in dem JavaScript-Ökosystem. Es geht nicht nur um die Sprache selber. Wenn man professionell JavaScript entwickelt, muss man eigentlich fast mehr machen. Man braucht gewisse serverseitige eventuell, aber auch clientseitige Frameworks dazu und oder Bibliotheken und oder Cross-Compiler, wenn man es eigentlich in einer anderen Sprache schreibt, um dann nach JavaScript zu kompilieren. Oder man benötigt ein Build-System, um das, was man da jetzt in allen möglichen Varianten geschrieben hat, in was zu verpacken, um es dann einfacher deployen zu können. Also für das Deployment braucht man vielleicht auch noch was. Mhm. Eine Asset-Pipeline und die Bildchen und die CSS-Dateien dazu zu geben und so etwas. Und diesen Zustand, der sich da entwickelt hat, dadurch, dass jeder im Prinzip hier machen kann, was er will, auf diese Sprache drauf, das wird in dem Artikel sehr gut beschrieben. Und was fast das Tragischste an dem noch ist, weil eigentlich könnte man sagen, ja, dann lernt man das halt und dann ist die Sache gegessen. Mm-mm. Die Sachen werden auch unheimlich schnell obsolet. Ja. Es hat sehr vieles Moden, also im Sinne von jetzt ist es in und in einem halben Jahr ist es wieder zu vergessen. Und das wird auch da thematisiert. Es gab mal Require.js als Beispiel. Require.js ist tot, weil sie sagen, ja, das sollte man nicht verwenden, weil das sollte schon vorher zusammenkompiliert werden. Angular 1 gab es, gibt es immer noch, hat halt das auch so gemacht. Es wurde serverseitig, noch vor serverseitig, also auf einer Workstation wurde es kompiliert, auf den Server gelegt und der Client hat sich das abgeholt, aber so klein und kompakt wie möglich. Und Angular 2 sitzt, siehe da, auf sowas Ähnliches wie Required.js, nämlich System.js, und passt jetzt überhaupt nicht mehr in die Pipelines der anderen Sachen, wie, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, zusammen. In der Zwischen war auch also noch React-Type. Ja, React ist jetzt, sollte man auf keinen Fall verwenden, besonders wenn man vorhat, irgend sowas in die Richtung Konkurrenzprodukte zu Facebook-Produkten. Sobald man in die Richtung geht, ist nämlich die Lizenz nicht so frei. Ah, ich dachte. Ja, nämlich da ist eine Klausel drin, wenn man irgendetwas macht, was in Konkurrenz zu Facebook tritt, entziehen sie eine Lizenz. Das ist keine freie Lizenz. Damit ist, ja, genau, richtig.
Also im Prinzip kommerzielle Absichten, sogar freie Absichten. Mhm. Du baust jetzt ein freies Facebook, Lizenz entzogen. Kannst du alles neu schreiben. Und auf diese Art React weiten aus lizenzpolitischen Gründen eher einen Bogen drumherum machen. Angular 2 ist viel zu kompliziert für viele Dinge. Angular 1 geht so, ist aber, soll eigentlich jetzt tot werden, weil ja Angular 2 rausgekommen ist. Also ich bin wieder auf dem Schritt, ich mache das schön alles wie ganz früher. Ich schreibe ganz einfach alles selber, weil das funktioniert. Also jQuery benutze ich, na gut. Tragisch. Ja, also mir gefällt der Umstatter auch nicht und das wird mich auch mal interessieren, was andere dazu sagen. Letztens mit welchen drüber geredet, also ich bin ja jetzt auf der funktionalen Welle, schwimme ich dahin. Mhm. Also das Pure Script. Bist du immer noch begeistert? Ich bin immer noch begeistert, aber ich kümmere mich hauptsächlich um serverseitige Sachen zurzeit. Kleinseitig gibt es im Prinzip zwei Optionen. Das eine ist Clojure Script, hast du gerade gesagt, nicht? Oder? Pure Script. Nein, Clojure Script ist eigentlich. Ach so, jetzt noch was anderes. Ein ziemlicher Hype will ich nicht sagen, aber ziemlich weit verbreitet, weil es relativ lang schon ziemlich stabil ist. Das ist also, im Prinzip Clojure. Das also ist Clojure kompiliert zu JavaScript. Mit dem Clojure Script Compiler, den es schon einige Jahre stabil gibt. Also kenne ich Leute, die sehr zufrieden sind. Ja. Aber das ist nicht der coole heiße Scheiß, das ist Elm. Das ist eine Sprache, die allerdings von Version zu Version mit ihrer letzten Version immer gehörig bricht und auf die Art und Weise die Leute in Verzweiflung bringt. Mhm. Also ist auch nicht besonders lustig der Zustand, der da. Und was versucht Elm? Versucht das ML ähnlich zu sein? Ein bisschen klingt es ja schon fast danach. Das weiß ich nicht, wo das seine Wurzeln hat. Es ist auf jeden Fall ein Elm to JavaScript Compiler einfach. Aha, okay. Also PureScript versucht ja Haskell abzubilden und das, also nicht ganz, sie schreiben auch ganz absichtlich, es sieht nur nach Haskell aus, ist aber keins, was nach JavaScript kompiliert wird. Ich habe es mir mal angeschaut und habe mir gedacht, nee, ich möchte es nicht verwenden. Elm wird auch für Spieleprogrammierung verwendet, kann sich der Horst anschauen. Man kann relativ einfach grafische Oberflächen damit bauen. Ah, ich erinnere mich. Boah, da habe ich auch schon vor 8 Jahren was... ELM. ELM, okay. Wo du sagst, das habe ich mir deswegen angeschaut. Das ist funktional, ja. Es ist tendenziell ein akademisches Projekt und der Chefentwickler sagt, er will das jetzt auch wirklich richtig machen. Das heißt, tendenziell ist, also nicht jetzt wirklich, dass das gleich kommerziell fröhlich verwendbar ist und super stabil für lange Zeit, sondern wenn er drauf kommt, dass man es besser machen kann in seinen akademischen Forschungen, dann wird er das auch noch ändern und er wird sich auch so lange dafür Zeit lassen, wie es benötigt. Das, was ja eigentlich ein vernünftiger Einsatz ist. Aber was halt ein bisschen... Erfolg wird damit zunichte gemacht. Oder zumindest super gebremst, ne? Bis es dann halt wirklich einmal stabil ist. Nur das Blöde ist, es wird dann ein Forschungsprojekt bleiben, weil irgendwann, wenn es dann heißt, okay, jetzt sind wir stabil, dann ist es wirklich völlig veraltet. Ich sehe ziemlich viel Einsatz schon. Eben wie gesagt, so Spieleprogrammierung und so in die Richtung. Also man muss nicht HTML-Seiten... Du verlinkst in den Shownotes. Oder es steht im Gitterbett. Ja. Wie heißt es? Horror of, on the Elm Street? Sagt man nichts. Wie heißt der Film nochmal? Ihr seid die Filmgurus. Ja, irgendwas mit Elm Street. Ja. Apropos Film, ein YouTube-Video habe ich noch zu empfehlen. Nein, Schiffshebewerk am Dreischluchtendamm ist in Betrieb gegangen. 15.500 Tonnen, 113 Meter hoch. Genau. Unsere fahrbare Badewanne. Genau. Das schaut heftig aus, das Teil. Boom. So ein hübsches Video. Ja, das muss ich. Und zwar nicht so wie bei uns bei den Staudämmen, wo du sozusagen ein Becken hast und da kommt mehr Wasser rein und damit schwimmt das Ding auf, sondern eher so Aufzug, wie du sagst, so eine Badewanne. Mit einem Öltanker drin. Und zwar wirklich vertikal rauf runter, ein Aufzug. Okay. Wie ein Aufzug. Nicht einmal so schräg. Nein, nicht schräg. Da gibt es auch hübsche davon, so schräge Aufzüge. Siehst du, da kann er das Video wieder raussuchen. Da gibt es auch den Schiffsschrägaufzug. Ja. Da gibt es in Russland einen, der ist auch beeindruckend. Ja, was mich noch da interessieren fahren sogar ums Eck die Schiffe. Was mich noch interessieren wäre, wie heißt es? Ein Schiffsriesenrad. Völlig unnötig. Schiffsriesenrad? Nein, einfach so ein Badewannen ansam. Das mit dem Schrägaufzug, das gibt es über den Berg drüber. Von einem Fluss in einen See. Boah, das heißt also, es geht einmal... Ja, rauf, rüber, runter. Wahnsinn. Das ist ziemlich geil, schaut das aus, ja. Für irgendwelche Industriezwecke ist das Bauplan.
Ich glaube am Jenny See, aber das suche ich wieder aus. Ob das günstiger ist als Abladen, Aufladen? Einmal über den Berg drüber oder und durch den Berg durch? Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Durch den Berg durch ist wieder eine andere Frage, aber da mit oben drüber, das ist schon ein Riesenteil. Mhm. Das ist ja schon relativ alt. Schaut echt cool aus. Das ist so ein bisschen Steampunk in real life dann. Also ohne Elektrizität, noch ist Gaslampe. Ja, genau. Ja, interessant wird es dann, wenn es da irgendwie anfängt zu brechen und dann bekommt man so richtig einen schönen Wasserschwall. Nein, dort nicht. Es ist wirklich über den Berg drüber. Also auf der einen Seite ist unten der Fluss. Nee, ich meine jetzt, wenn das Ding mal kaputt gehen würde. Und, dann rennt das Becken aus. Ja. Das ist nicht groß. Nein, das ist nicht so toll. Und unten liegt dann das Schiff am Grund der Badewanne und schnappt nach Luft. Ich glaube, du verwechselst jetzt auch gerade was. Schnappt nach Luft. Wenn das Wasser aus ist. Tja. Schaut, dass wir halt nicht aufgenommen haben. Es war eigentlich eine nette Episode. Ich habe gedacht. Okay, dann gehe ich jetzt. Ja, zum Thema Aufnehmen. Ich habe, wie gesagt, den einen Couchsurfer mitgehabt da in der Birnschutzklammer und ich natürlich auch immer gezwungen, in mein Mikro reinzureden, nur leider hat mich mein Mikro schmählichst im Stich gelassen. Ah. Mein Zoom 2 Mikro, es hat behauptet, es nimmt auf, aber auf der SD-Karte waren dann keine Files. Keine Files? Kaputtes. Ich habe sogar mit zwei SD-Karten probiert. Hast du auch zweimal Record gedrückt? Ja, wirklich mehrmals und alles. Und das Teil kriegt also nicht mit, dass es nicht aufnimmt. Sozusagen. Ja, er sagt doch nicht, also sagt nicht keine Karte. Er stoppt dann ganz normal und so und es ist nachher auf der SD-Karte. Die Folder liegt da zwar an, aber es ist nichts drinnen. Ich bin sehr, sehr beleidigt auf meinen Zoom. Das ist nicht nett. Ja, es sollte wenigstens ein Geräusch machen, dass es gerade nicht auf so ein Piepsen. Ich brauche eine Post-Tape-Kontrolle. Ja. Ja, das wäre wirklich gescheit. Oder ein Computer. Mhm. Ja. Ich bin leer geredet. Ich auch ziemlich. Ich auch. Na dann. Lass mal, müssen wir weniger Shownotes schreiben. Machen wir das. Nächstes Mal mit dem Krieger wieder mit. Tschüss. Tschüss. Wie viel haben wir? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben den 15. Oktober. Das ist ein Biertaucher-Special. Und wir sitzen nicht in Wien, weder in der Zypresse, noch im alten AKH, sondern wir sind hier an einem kleinen Tisch beim Bayerischen Rundfunk in München. Und wir, das sind Jana, Matthias, Daniel und der Stefan. Also eigentlich auch eine recht ungewöhnliche Besetzung, aber wir sind so ein bisschen jetzt die Abgeordneten von den Biertauchern. Wir sind am Ende vom zweiten Tag von der Subscribe 8. Das ist die halbjährlich stattfindende Podcaster-Konferenz. Und wir wollen euch ein bisschen ein Stimmungsbild abgeben, was wir in den letzten zwei Tagen so erlebt haben, wie sich das so anfühlt auf der Konferenz. Ja, wir mag anfangen. Daniel. Also, was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich bin total glücklich heute mit dem Tag. Das also man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist diesmal so, dass es sehr viele Slots gleichzeitig gibt. Im Vormittag ist es so, dass es sehr viele Vorträge gibt und ab Nachmittag beginnen dann neben dem Vortragslots gibt es dann noch Workshops. Ich glaube, es waren immer drei parallel. Vier, oder? Vier. Und mit dem Programm heute, also das fand ich schon irrsinnig super. Also gerade der Vormittag, habe mich jetzt gerade nochmal rekapituliert, was da so alles war. Fand für mich sehr schön, da gab es so ein kleines Geschichtsspecial, wo die Anachronistin ihr Projekt vorgestellt hat und der Martin Fischer den Staatsbürgerkunde. Und wo man einfach gesehen hat, dass Geschichte und Podcasts einfach wie Faust aufs Auge passt. Und das freut mich ganz besonders. Ja, ich bin zunächst mal von der Location ziemlich begeistert. Ich glaube, dass das da ziemlich gut funktioniert. Ich meine, ich bin zum ersten Mal auf einer Subscribe. Gestern habe ich leider nicht so viel mitbekommen, weil ich schon am Abend weg musste und auch ein bisschen zu spät gekommen bin. Aber heute war für mich vor allem der Nachmittag sehr interessant. Ich habe den Vortrag vom Bayerischen Rundfunk Softwareentwicklung und Plattformen, sehr interessant gefunden. Und dann vor allem hat mich beeindruckt der Workshop, oder eigentlich war es ja eigentlich nur eine Diskussion, Datenschutz und Podcast, weil ich auf ein paar Sachen draufgekommen bin,
die jetzt mich selber, also meinen Podcast selber auch betreffen. Und natürlich Panoptikum habe ich mir angeschaut. Muss man jetzt nochmal erwähnen. Naja, dann hänge ich mir da dran. Ich bin eigentlich nicht wegen der Sessions da und ich bin nicht wegen der Vorträge da, sondern ich bin vollkommen eigennützig wegen meines eigenen Projekts da. Das habe ich ja schon vorgestellt im Podcast, das Panoptikum. Und mir ist es hier darum gegangen, das ein bisschen vorzustellen und zu schauen, was kriege ich einerseits an Feedback, haben die Podcasterinnen und Podcaster Interesse, und andererseits kriege ich Verbesserungsvorschläge und habe dazu eine Session eingereicht und habe hier einen Workshop machen dürfen über eine Stunde. Der ist auch aufgezeichnet worden, also den werden wir auch in den Shownotes dann verlinken, wenn er mittlerweile schon publiziert ist. Ich habe da so eine Viertelstunde ungefähr vorgestellt, um was es mir geht, und habe dann eine Dreiviertelstunde Feedback bekommen in einer Dichte, die mich dann einmal eine Stunde geschlaucht hat. Habe auch super andere intensive und nette Gespräche schon gehabt, unheimlich viele Leute kennengelernt. Also für mich hat das schon die ersten zwei Tage unheimlich viel gebracht und mir unheimlich viel Spaß gemacht. Von den Sessions kann ich gar nicht so viel erzählen. Die sind nicht so in Erinnerung geblieben wie diese ganzen Gespräche. Also das war für mich das, was mir sehr getaugt hat. Ja, dann erzähl mal ein bisschen von den Sessions, wenn du das nicht machen magst. Ich habe nämlich immer mit gesketchnotet und insofern einen ziemlichen Überblick, oder naja, ich habe zumindest vor mir liegen die ganzen Papieren, die ich geschrieben habe. Was mir ganz gut gefallen hat, war die Keynote vom Tim Pritlove gestern, State of the Unicorn. Ich habe es relativ lustig gefunden. Und was mir heute am besten gefallen hat, war der Lothar Bodingbauer mit seinem Podcast Küst Radio, wo er halt vorgestellt hat, wie er seine Podcasts im Radio verwertet und dass das eigentlich hin und wieder eine ganz gute Symbiose ist. Ansonsten war ich noch, also eigentlich bei alle Veranstaltungen, die am Vormittag im großen Saal gelaufen sind, auch die zur Geschichte, die der Daniel schon erwähnt hat. Und am Nachmittag, was mir taugt hat, war die Listening Lounge, wo erstaunlich wenig Leute waren. Es haben nur vier Leute, oder waren es vier? Ja, in einem Projekt vorgestellt. Darunter eins von dem, der den NSA-Untersuchungsausschuss Podcast macht. Der hat jetzt ein neues Projekt zum Sozialgesetzbuch oder so ähnlich. Und das ist eine Kombination aus so einer Soap und Lava-Podcast. Und das finde ich total witzig als Konzept. Ja, den möchte man unbedingt anhören, wenn er dann mal rauskommt. Du hast doch deinen eigenen Podcast anspielen lassen und dann Feedback gekriegt. War das so, wie du es erwartet hast? Ich weiß nicht, ob ich mir das erwartet habe. Ich hab ja schon ein paar Rückmeldungen gekriegt und die meisten waren halt so, ja, ist schön, vielleicht machst du das anders, ein bisschen so kleinere Änderungen. So richtig schlimm gefunden hat mein Podcast keiner, das finde ich schon mal gut. Ich weiß selber noch nicht, wo ich damit hin möchte, also keine Ahnung. Willst du Feedback haben von den Hörern? Sollen die reinhören? Ah ja, das schon, das wird cool. Die Biertacher-Hörer kennen und Hörerinnen kennen natürlich sehr gerne Lieblingsplätze im Podcast, um jetzt dann nur mehr Eigenwerbung zu machen. Aber dann auch unbedingt einen Zeitsprung und Hour of Code und so Anwesende. Du machst einen IT-Keller. IT-Keller, genau. Genau. Danke. Der ist ja im letzten Podcast auch schon erwähnt worden. Den IT-Keller habe ich auch schon gepitcht. Ah, sehr gut. Ja. Vielen Dank. Aber wo muss man hingehen, um deinen Podcast zu hören? Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Lieblings-plätzchen.com oder auf Twitter liebplätzchen. Und um die ganzen Sketchnotes zu finden, die ich geschrieben habe, die sind entweder im Sendegate, wo das alles ganz gut aufzeichnet ist, oder auf meinem eigentlichen Twitter-Profil ja sowieso. Genau, dann würde ich sagen. Das war's. Und wir haben uns zumindest einmal vorgenommen, dieses Prozedere, das wir da jetzt gemacht haben, morgen zu wiederholen und dann noch so eine kurze Session aufzunehmen. Zwei schauen gerade erschüttert, die wissen scheinbar noch nichts davon. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir so, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ja, das ist bestimmt lustig, Biertaucher, Außenreportagen. Wie von der Republika auch schon, oder weiß nicht, wo hat es sowas schon einmal gegeben? Ja, Republika hat es sowas gegeben, und 32C3 hat es sowas gegeben, also wir haben ja da schon fast eine Tradition. Gut, also in dem Sinne, bis morgen, aber wahrscheinlich einfach geht es dann weiter zu hören als zweiten Anhang an diesen Podcaster. Ja, pfiat euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Jetzt, wie angekündigt, jetzt ist die Subscribe vorbei.
Jetzt stehen wir hier in einer bisschen größeren Runde, alle, glaube ich, ziemlich erschöpft. Und ich möchte noch kurz das Stimmungsbild von euch einfangen. Wie war es denn? Es war großartig. Ich finde diese Veranstaltung einfach, wie vorhin auch im Feedback gesagt, wunderbar flauschig. Und die Community trägt einfach super dazu bei. Vielleicht auch noch ganz kurz dein Name und dein Podcast, weil das kommt in einen Podcast, den Biertaucher-Podcast, und jetzt wollen wir dich natürlich auch hören. Ich heiße Christoph und ich bin die eine Hälfte vom ESC-Schnack, @ESC-Schnack und ESC-Schnack.de, und wir unterhalten uns über den Eurovision Song Contest. Cool, danke. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich war jetzt meine dritte Subscribe/PPBW, also... Ich war letztes Jahr das erste Mal dabei und ja, war wieder sehr schön. Hat wieder Spaß gemacht, das erste Mal in München. Auch mal toll, mal andere Leute zu sehen, als die, die in Berlin immer so sind. Und ja, ich mache auf fairsein.org die Wasserstandsmeldung. Und ich bin eine Hälfte vom Hör doch mal zu Podcast, der auf hör-doch-mal-zu.de zu finden ist. Danke. Die nächste Stimme werdet ihr kennen, die will eigentlich gar nicht mehr podcasten, die zwinge ich jetzt gerade dazu. Ja, hi, da ist Jana. Ich bin total fertig von der ganzen Konferenz. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe unglaublich viel Leute geredet und unglaublich viele Vorträge angeschaut. Und ich schreibe bald einen Post darüber und vielleicht habe ich da meine Gedanken so sortiert, dass ich beim nächsten Biertag das auch geordneter vortragen kann. Gut, und den Podcast sagen wir jetzt auch nochmal. Achso, mein eigener Podcast, ja, Lieblingsplätzchen. Plätzchen.com. Alles klar. Wer ist da der Nächste? Ja, der Thomas mit dem Broadcast, den es noch gar nicht gibt. Der braucht noch eine Weile, bis er so richtig reif ist. So wie ein guter Brotteig auch lang braucht, bis er reif ist. Da wird es dann um Brot gehen? Ja, um Brot, selber backen. Und jetzt vielleicht noch kurz, wie hat dir die Konferenz gefallen? Wieder, wie immer, gut. Es gab eigentlich noch nie eine schlechte Subscribe. Und was sehr schön war, ist, dass ich es jetzt noch nicht so weit hatte von Ulm nach München, also wie Ulm, Berlin. Also du bist der Subscribe-Profi? Mehrfachtäter. Mehrfachtäter? Ja. Danke. Hallo, wer bist du? Ja, TJ. Und? Ja, das war jetzt auch insgesamt meine, warte mal, das war die achte insgesamt, also meine siebte Subscribe quasi. Endlich mal vor der Haustür, weil ich wohne hier in München und super Leute, super Stimmung, die Räume hier beim BR sind halt einfach der Hammer. Schade, dass es sie möglicherweise bald nicht mehr gibt. ich bin seit Freitag, seit der Eröffnung des Subscribe online mit der Nullnummer von meinem Podcast, hörfutter.net. Prima. Was geht's da? Hörfutter, mehr Podcasts hören. Also mehr Podcasts hören. Das ist, glaube ich, auch ein würdiges Ende. Sag allen Danke und mach Schluss.